Produktion. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist der 3. September 2019, noch 26 Tage bis zur Wahl und der Intensivwahlkampf hat jetzt richtig begonnen. In wenigen Momenten treffen im Klartext bei Klaus Webhofer die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in einer ersten gemeinsamen Konfrontation aufeinander. Wir zeigen Ihnen diesen Schlagabtausch gleich live aus dem Radiokulturhaus in Wien. Direkt im Anschluss werden der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und ORF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnier hier bei mir im Studio die Diskussion analysieren. Und bevor es im Kultur, was gleich losgeht, darf ich Ingrid Thurnier schon jetzt an meiner Seite zu einem kurzen Vorgespräch begrüßen. Hallo Ingrid. Hallo Rainer. Was dürfen wir uns denn jetzt bei dieser ersten sogenannten Elefantenrunde erwarten? Naja, nach vielen Einzelauftritten, die die Parteichefs und Chefinnen schon absolviert haben in den vergangenen Wochen, in Sommergesprächen und ähnlichen Auftritten, ist das jetzt sozusagen das erste direkte Aufeinandertreffen. Und da kann man sich durchaus interessante Konfrontationen erwarten. Zum einen zwischen den bisherigen Koalitionspartnern, also Altkanzler Sebastian Kurz und Norbert Hofer, der künftige FPÖ-Parteichef, frühere Infrastrukturminister und Koalitionskoordinator auf der FPÖ-Seite, der ja in einem Video ganz offensiv wirbt darum, diese Koalition wieder aufleben zu lassen. Sebastian Kurz, der gestern im ORF-Sommergespräch gesagt hat, oder ihm eigentlich eher die kalte Schulter gezeigt hat, also wie die beiden einander begegnen, glaube ich, das wird ganz interessant werden. Und auch noch eine zweite Paarung ist spannend, nämlich die beiden ex-grünen Partner, also Werner Kogler, der Grünen-Chef, und Peter Pilz, der mit seiner Liste Jetzt ja die Grünen bei der Wahl 2017 aus dem Nationalrat buxiert hat, wie die beiden miteinander umgehen. Also das sind schon einfach Begegnungen auch auf der persönlichen Ebene, wo man gespannt sein darf, wie der Tonfall sein wird. Lässt sich denn schon abschätzen, welche Themen nicht nur den heutigen Abend, sondern auch den Wahlkampf dominieren werden? Ja, das wird interessant, denn man hat ja ein bisschen den Eindruck auch gewinnen können, dass bisher vor allem der Wahlkampf selbst das Wahlkampfthema war, nämlich Wahlkampfkosten, Parteienfinanzierung, auch die Ursache für den Wahlkampf, nämlich das Ibiza-Video und seine Folgen. Und schon langsam hat man den Eindruck, kristallisieren sich auch andere Themen heraus oder die Parteien versuchen, sie zu positionieren, von Pensionen über Bildung, über Armutsbekämpfung, also verschiedene Themenebenen, die jetzt langsam ins Spiel kommen. Welches Thema davon zum Wahlkampfschlager taugt, vielleicht kriegt man da heute einen ersten Eindruck davon. Jetzt ist diese heutige Elefantenrunde nur der Auftakt zu ganz, ganz vielen TV-Auftritten der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Warum tun die sich denn das eigentlich noch an? Im Internet können die doch direkt mit ihren Wählerinnen und Wählern kommunizieren, oder? Ja, aber sie können nicht gleichzeitig einen so großen Personenkreis erreichen, wenn man denkt, Ingrid, geht schon los. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil bei Klaus Webhofer geht es schon los und wir schalten direkt hinüber ins Radio Kulturhaus. Klartext mit Klaus Webhofer. Ja, guten Abend aus dem Radio Kulturhaus und herzlich willkommen dem Publikum hier im Saal auf Ö1 und auf ORF3. Am 29. September wird der Nationalrat neu gewählt, nicht einmal 2 Jahre nach der letzten Wahl. Bei uns hören und sehen Sie heute die erste große Diskussionsrunde der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Begrüßen Sie mit mir meine Gäste, Sebastian Kurz, ÖVP. Guten Abend. Pamela Rendi-Wagner, SPÖ. Guten Abend. Guten Abend. Norbert Hofer, FPÖ. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Beate Meindl-Reisinger von den NEOS. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Peter Pilz von der Liste Jetzt. Guten Abend. Guten Abend. Und Werner Kogler von den Grünen. Schönen guten Abend. Ja, angesichts der großen Runde und der vielen Themen haben wir heute die Sendung um eine halbe Stunde verlängert auf 1,5 Stunden. Sie soll Ihnen eine Entscheidungshilfe für die Wahl bieten, in dieser Zeit die Personen und die Positionen kennenzulernen. Auch wie Sie oder wie die persönliche Chemie möglicherweise zwischen meinen Gästen ist. Als Spielregel möchte ich eigentlich nur eine Bitte vorgeben, keine Monologe, keine Referate. Auf direkte Angriffe soll aber auch direkt reagiert werden dürfen. Und bei Bedarf werde ich natürlich nachfragen. Ja, wir kennen alle den Auslöser dieser Wahl, das doch etwas verstörende Ibiza-Video,
das den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und seinen Parteifreund Johann Gudenus dabei zeigt, wie sie Korruptionsfantasien durchspielen und damit in eine Videofalle tappen. Herr Kurz, Sie haben daraufhin die Koalition aufgekündigt, schon zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren. Ein riskantes Manöver, aber eines, das sich für Sie ausgezahlt hat, wenn wir auf die Umfragen blicken. Also, sind Sie zufrieden? Zunächst einmal, Herr Webhofer, wir hätten es uns anders gewünscht, also ausgezahlt. Ich bin als Bundeskanzler abgewählt worden. Wir haben Neuwahlen in Österreich. Also ein anderes Szenario wäre mir lieber gewesen. Wir haben eine tolle Regierungszusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei gehabt, von der Opposition zwar immer scharf kritisiert, aber meiner Meinung nach haben wir viel zusammengebracht. Wir haben die Schuldenpolitik beendet. Wir haben es geschafft, die Steuerlast schrittweise zu reduzieren. Wir haben sehr entschlossen gegen illegale Migration angekämpft. Wir haben viele Reformen losgetreten, die jahrzehntelang nicht möglich waren. Also wir waren auf einem guten Weg. Gerade als wir die Steuerreform im Ministerrat beschlossen hatten, kam das Ibiza-Video. Sie haben jetzt gesagt, es war etwas verstörend. Das war es leider. Ich würde sogar noch weitergehen. Es war aus meiner Sicht ein Liebäugeln mit Korruption, mit Machtmissbrauch, das es so nicht geben darf in Österreich. Wir haben danach natürlich uns die Frage gestellt, können wir die Koalition fortsetzen? Ich war auch mit Norbert Hofer in Kontakt und habe mir die Frage gestellt, gibt es eine Möglichkeit weiterzumachen? Aber es war der Mix aus dem Ibiza-Video, aus dem dort Gesagten, verbunden mit dem mangelnden Problembewusstsein bei Herbert Kickl in der Frage, wie man damit umgehen sollte. Und das hat dazu geführt, dass Neuwahlen notwendig geworden sind, war aber kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Und dabei ist es jetzt ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass es nach dieser Wahl wieder ein Da Capo gibt. Das werden wir sehen. Das wird sich zeigen am Wahltag, in den Tagen danach und bei den Sondierungsgesprächen, welche Koalition möglich ist. Damals vor 2 Jahren, man vergisst ja sehr schnell, aber damals vor 2 Jahren im Oktober 2015 gab es nur eine Koalitionsvariante, nämlich mit der FPÖ. Die Sozialdemokratie hat damals versucht, an uns vorbei mit der FPÖ eine Koalition zu bilden. Christian Kern hat aber gleichzeitig zu mir gesagt, er steht nicht bereit für eine Koalition mit der Volkspartei. Also damals gab es nur eine Koalitionsvariante, vielleicht gibt es nach dieser Wahl mehr. Was entscheidend für mich ist, wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich gerne weitergearbeitet. Aber die letzten Wochen, die Hausdurchsuchung bei Heinz-Christian Strache, die Vorwürfe, was die Casinos und Novomatic betrifft, das alles zeigt mir, dass ein Weiterarbeiten mit einem Innenminister Herbert Kickl aus meiner Sicht unmöglich gewesen wäre. Gut. Bei der SPÖ, Frau Rendi-Wagner, ist ja etwas ganz Eigenartiges passiert. Man hätte ja annehmen können, dass nach Ibiza die SPÖ davon profitiert. Das Gegenteil ist eingetreten. Sie sind abgesagt in den Umfragen. Die EU-Wahl war enttäuschend eigentlich. Wie konnte das passieren? Wer ist daran schuld? Also, dass das keine einfache Zeit war für Österreich. Das war eine Regierungskrise, die es in dieser Form in der Geschichte der Zweiten Republik nicht gegeben hat, steht außer Frage. Und die Situation hat sich für uns so dargestellt, dass es kein Zeitpunkt war, wo ich an Parteitaktik gedacht habe, wo ich nicht daran gedacht habe, was nützt mir in der nächsten Umfrage, sondern die einzige Frage, die ich mir selbst gestellt habe und auch den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, wie übernimmt man am besten Verantwortung in dieser Situation? Und ich hatte die Wahl, dass ich hier eine türkise, weil die FPÖ hat sich zurückgezogen, das hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt stattgefunden, und ich hatte die Wahl, dann eine türkise Minderheitsregierung zu unterstützen auf der einen Seite oder mich auszusprechen für eine unabhängige Expertenregierung in dieser Situation, wo wir doch eine Instabilität gehabt haben, eine Regierungskrise. Und ich habe mich für den stabilen Weg, für die Expertenregierung entschieden, mit 2 Gründen, dass ich gesagt habe, mir ist notwendig oder mir ist wichtig, dass wir eine unabhängige Aufklärung aller Umstände um Ibiza und der Inhalte von Ibiza-Video gewährleisten können. Und das können wir nur mit einer unabhängigen Expertenregierung. Und ich fühle mich heute bestätigter denn je. Aber ich finde es auch interessant zu hören von Sebastian Kurz heute, wenn er so rückblickend bewertet, dass er wieder die Harmonie eigentlich raushängen lässt. Und wenn man die Wahlplakate von Türkis und Blau sieht, dann wollen sie eigentlich so weitermachen wie bisher. Also Ibiza hat da zu keinen Lehren geführt. Und meine Frage war, es war unbedankt offensichtlich für Sie und Ihre Partei. Ja, weil mein Ziel war jetzt nicht unbedingt die nächste Umfrage zu gewinnen oder wie Sebastian Kurz eine Wahlkampfrede gleich zu halten in der ersten öffentlichen Ansprache nach dem Ibiza-Video,
sondern Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, es braucht eine unabhängige Expertenregierung bis zum Tag der Wahl, um unabhängige Ministerien zu haben, zum Beispiel ganz wichtig das Innenministerium, dass hier unabhängige Aufklärung aller Umstände um das Ibiza-Video und aller Inhalte, die wir dort gehört haben, gewährleistet. Und das war mir wichtig, diese Verantwortung habe ich übernommen. Und manchmal, und das sind die härtesten Entscheidungen, ja, im Leben muss man sich entscheiden, auch wenn man weiß, in der Situation bringt es dir nicht sofort den Vorteil. Nein, es hat es mir nicht gebracht, uns auch nicht gebracht, aber ich habe Verantwortung übernommen und es war die richtige Entscheidung und ich würde sie wieder so fällen. Herr Hofer, am Tag nach Ibiza hat die Kronenzeitung getitelt, die FPÖ ist am Ende. Das war eine etwas irrige Annahme, wie wir heute wissen. Ich bin ja versucht zu sagen, für Sie hat sich das alles auch ausgezahlt. Heinz-Christian Strache ist kaltgestellt und Sie sind jetzt die Nummer eins in der Partei. Nun, ich glaube, für mich hat sich das nicht ausgezahlt. Ich habe nicht vorgehabt, jetzt in einen Wahlkampf zu gehen. Ich war irrsinnig gern Verkehrsminister. Das war genau der Bereich, für den ich auch innerlich brenne, mit vielen interessanten Projekten von Schiene, Straße, Forschung, Patentamt und so weiter und so fort. Und ich hätte gerne natürlich weitergearbeitet, weil es ganz, ganz viele Projekte noch gegeben hätte, die offen waren. Und ich kann auch bestätigen, die Zusammenarbeit war eine sehr gute, die Teamleistung war eine sehr gute. Auslöser war das Video, warum wir jetzt wieder wählen. Auslöser ja, aber dann der Grund war dann letztendlich doch das Innenministerium, weil wir da in der Frage rund um Herbert Kickl nicht einig geworden sind. Sebastian Kurz hat die Meinung vertreten, Herbert Kickl kann in dieser Phase nicht Verantwortung in diesem Haus tragen. Und wir haben gesagt, wir haben beim Fall Strasser auch das Innenministerium schwarz besetzt gehabt, aber auch die Justiz damals. Und es hätte auch eine Staatssekretärin gegeben. Also da waren wir unterschiedlicher Ansicht. Und deswegen kam es dann auch zum Bruch. Und man wird sehen, was die Zukunft bringt. Sie haben jetzt selbst schon den Innenminister angestellt. Es ist ja so, dass Herbert Kickl bei jeder Gelegenheit scharf gegen die ÖVP und gegen Sebastian Kurz schießt, muss man fast schon sagen. Er konterkariert ein wenig Ihre Bemühungen, sofort nach der Wahl wieder mit der ÖVP weiterzuregieren. Also zunächst geschossen wird einmal überhaupt nicht. Zweitens, wir befinden uns in einem Wahlkampf und es ist kein Kindergeburtstag. Natürlich gibt es da Wortmeldungen, die schärfer sind von allen Parteien. Aber eines fällt mir schon auf, das möchte ich betonen, weil es immer heißt, es wäre so ein schmutziger Wahlkampf. Ich kann mich an keine einzige Wortmeldung erinnern, wo eine der Personen, die hier steht, eine andere Person, eine Ausnahme. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Sebastian Kurz mich persönlich angegriffen hätte oder ich ihn oder dass Pamela Rendi-Wagner mich angegriffen hätte oder ich sie. Also bei diesen drei Personen war das bisher nicht der Fall und auch hier war es nur am Rande der Fall. Aber also, wissen Sie, es ist kein schmutziger Wahlkampf. Es ist kein schmutziger Wahlkampf. Ganz kurz noch, Herr Kurz, wie kommt eigentlich bei Ihnen dieses Kaltwarm von der FPÖ an? Da gibt es eben den Herrn Herbert Kickl, ich habe schon gesagt, der hat bei jeder Gelegenheit eigentlich sehr scharf die ÖVP und sie kritisiert. Und dann gibt es den Herrn Hofer, der das alles sehr geschmeidig und freundlich macht. Also geschmeidig und freundlich ist ein Hilfsausdruck, also extrem freundlich, würde ich sagen. Der Punkt ist, es gibt halt ein Spielfeld über den persönlichen Kontakt hinaus auch, Social Media, Facebook, Medienarbeit. Und wenn man da erlebt, was da an Verschwörungstheorien verbreitet wird, wenn man da erlebt, was da an Angriffen kommt, an Untergriffen, was da verbreitet wird, dann ist es leider nicht nur so, wie Norbert Hofer sagt, sondern da ist schon Herbert Kickl und vielleicht auch noch manche andere am Werk. Das halten wir schon aus. Meine große Sorge ist, und das würde ich für problematisch erachten, weil Sie gesagt haben, alles eigentlich gut und hat sich für alle ausgezahlt, dieses Ibiza-Video. Die Einschätzung teile ich überhaupt nicht. Es hat eine Krise für die Republik bedeutet. Es hat zu einer Übergangsregierung geführt, die zwar gut verwaltet, aber natürlich nicht gestalten kann. Und es droht jetzt auch eine Mehrheit links der Mitte. Wenn es sich ausgeht, werden Rot, Grün und Neos eine Koalition bilden, ganz gleich, wer Erster ist. Und dann hätte das Ibiza-Video, glaube ich, nicht nur Folgen für die FPÖ gehabt, sondern auch sehr, sehr langfristig dazu geführt, dass unser Land in ganz eine andere Richtung abbiegt. Darauf, und das möchte ich natürlich verhindern. Darauf kommen wir noch, aber ich halte fest, dass alles, was Herbert Kickl macht, das ist nicht unbedingt jetzt ein No-Go und würde eine neuerliche Wiederauflage der Koalition verhindern. Fassen Sie mich nicht falsch zusammen. Ich glaube, Sie kennen meine Einstellung zu Herbert Kickl in der Bundesregierung. Aber er darf nicht dabei sein, das weiß ich schon, aber nur, was er jetzt sagt, habe ich gemeint.
was er jetzt sagt, das halte ich aus. Okay. Aber was Hausdurchsuchungen und Co. betrifft und die Vorstellung, dass gleichzeitig der damalige Generalsekretär und engste Vertraute von Heinz-Christian Strache das jetzt alles als Innenminister leiten würde, also da fühle ich mich jeden Tag mehr und mehr bestätigt in der gemeinsamen Annahme mit dem Bundespräsidenten. Ganz kurz dazu. Einen Satz, ich fasse mich kurz. Die Justiz ermittelt in Österreich und nicht der Innenminister. Es gibt offenbar gute Hausdurchsuchungen. Also bei Strache ist eine gute Hausdurchsuchung und dann gibt es eine böse Hausdurchsuchung. Das ist das, was dann Herbert Kickl zu verantworten hatte. Und viele Dinge, die Sebastian Kurz heute sagt, die Erfolge der Regierung waren und sind, kamen aus dem Innenministerium. Das darf man bitte auch nicht vergessen. Okay, Frau Wendy-Wagen, ganz kurz. Gerne, ich meine, erstens in Ihrem Video eigentlich zu sehen. Und ich hoffe, dass das nicht so weitergeht. Aber ich würde nur gerne, oder mir ist wichtig schon zu sagen, dass wir keinen Stillstand haben, wie Sebastian Kurz hier in den Raum stellt zurzeit, sondern das Parlament hat das getan, wozu es gewählt wurde, nämlich gearbeitet. Und wir haben hier im Juli und im Juni wertvolle und wichtige Beschlüsse für Österreich gefasst, Karenzzeitenanrechnung, Mindestpensionen, Pflegegelderhöhung, Rauchverbot und so weiter. Das sind wichtige Dinge. Also das Parlament hat gearbeitet. Stillstand ist das. Über die Beschlüsse, die vielleicht auch noch kommen, kommen wir ja dann später noch. Frau Meindl-Reisinger, ist von dieser ganzen Ibiza-Geschichte eigentlich nicht trotzdem erstaunlich wenig jetzt im öffentlichen Diskurs hängen geblieben? Ist das nicht schon etwas in Vergessenheit geraten? Ich weiß nicht, ob das in Vergessenheit geraten ist, das glaube ich nicht, aber was vielmehr mir wichtig ist, da jetzt zu sagen, ist, dass offensichtlich alle anderen Parteien, vor allem die drei Mittelparteien, nichts gelernt haben aus Ibiza. Weil all das, was wir da drin sehen, und das ist ja die Korruptionsneigung evident gewesen von zwei Spitzenrepräsentanten der FPÖ, immerhin zu dem Zeitpunkt Vizekanzler, was ja, ich meine, das Bild, das wir da ins Ausland abgegeben haben, das hat mir wirklich wehgetan, zeigt ja auch, dass diese Praktiken, die da erwähnt wurden von, naja, da spendet man halt am Rechnungshof vorbei, über irgendwelche Vereine und das geht schon irgendwie, das legt man nicht öffentlich, das ist ja, da habe ich immer die FPÖ in Schutz genommen, was selten passiert, aber lang gelebte Praxis gewesen von SPÖ und ÖVP und die FPÖ hat es halt genauso gemacht. Und dann kam ein Parteienfinanzierungsgesetz, Änderungsbeschluss, sagen wir das mal so, daher, der gar nichts, aber auch wirklich gar nichts an dieser Grundproblematik ändert. Der letztlich sagt, wir Parteien machen weiter so, wir legen nichts offen, wir lassen uns nicht kontrollieren. Ich meine, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, der seine Zahlen nicht offenlegt gegenüber der Behörde, wo die Finanzbehörde nicht hineinschauen kann in die Bücher, um zu kontrollieren, was eigentlich sozusagen, wie die Finanzen ausschauen, der muss sich das jederzeit gefallen lassen und die österreichischen Parteien tun weiter wie bisher. Also aus Ibiza nichts gelernt und das halte ich wirklich für eine Schande. Geben Sie mir noch ein paar Minuten, dann werden wir auch auf die Parteifinanzen eine Runde einschieben zu den Parteifinanzen. Herr Pilz, die Neuwahl, könnte man sagen, nimmt Ihnen 3 Jahre der Legislaturperiode, eine kleine Zeit, die Sie wahrscheinlich ganz gut nutzen hätten können, um sich im Parlament zu konsolidieren. Also nicht nur Sie, sondern Ihre Partei. Es waren ja doch 1,5 sehr durchwachsene Jahre. Also ich sage jetzt mal so, Sie sind eher ein Verlierer des Ganzen. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wegen uns das Ibiza-Video veröffentlicht worden ist. Das war Gehen wir mal nicht davon aus. Nein, wir haben eine zum Teil durchwachsene Zeit hinter uns, zum Teil eine parlamentarisch sehr erfolgreiche Zeit hinter uns, von der Einsetzung des BVD-Untersuchungsausschusses bis zur Valorisierung des Pflegegeldes und die große Initiative aus dem Bundeskanzler, verdientermaßen einen Altbundeskanzler zu machen, ist von uns ausgegangen und zum Glück von zwei Parteien unterstützt worden. Aber kommen wir gleich auf den Kern der Sache. Ich finde es ja toll, dass ein Altbundeskanzler in Wien sitzt. Es wird ihm ein Video vorgespielt, wo das einzig Überraschende ist, dass zwei Spitzenfunktionäre einer Regierungspartei das so treuherzig erzählen. Aber das war doch kein Geheimnis, Herr Kurz. Sie wissen am besten, wie man dann Vereine einrichtet.
wie man verdeckte Parteispenden organisiert, wie man Spuren verwischt, wie man am Rechnungshof vorbeistückelt. Ihr glaubt's, die Heidi Horten, das werden Sie mir nicht erzählen, sitzt auf ihrer 100-Meter-Yacht und sagt, Jösses, jetzt habe ich 49.000 Euro eingesteckt. Da könnte man ja stückeln und stückelt und schickt das nach Wien. Und eines, was ich wissen möchte, da kommt noch viel mehr, ist, wer hat denn der Heidi Horten gesagt, stückle so diese Spenden, dass das am Rechnungshof vorbeigeschleust werden kann. Und das ist das Wichtige und das ist, glaube ich, der Grundbefund. Es gibt nicht eine Ibiza-Partei, es gibt zwei Ibiza-Parteien. Es gibt eine botscherte Ibiza-Partei und eine hochprofessionelle Ibiza-Partei. Gut. Und ich habe wirklich die große Befürchtung, dass sie die Botschaften und die Profis nach der Wahl wieder zusammentun und sagen, Ibiza haben wir längst vergessen, machen wir es noch einmal. Gut. Und das halte ich für die wirkliche Gefahr am 29. September. Vielleicht will ja der Herr Kurz darauf reagieren, nachdem er so direkt angesprochen ist und etwas entgegnen. Manches überrascht mich nicht. Peter Pilz, wie er leibt und lebt, wir kennen ihn. Ich weiß nicht, ob er uns abgehen wird, wenn er nicht mehr im Parlament vertreten ist. Es ist ein Stil, den ich ablehne, das ständige Anpatzen anderer und den ständigen Versuch zu wagen, den ständigen Versuch zu wagen, anderen Korruption oder etwas Ähnliches zu unterstellen. Wir haben uns, was die Parteifinanzen betrifft, immer als Volkspartei an das Gesetz gehalten. Der Rechnungshof. Das ist schlicht und einfach. Lassen wir ihn vielleicht ausreden, dann kann man auch den Gedanken folgen. Der Rechnungshof kontrolliert die Gesetze, so wie sie beschlossen sind. Und da wird es jetzt einige geben, die mir wahrscheinlich zustimmen können. Das aktuelle Parteienfinanzierungsgesetz, das Umgehungskonstruktionen, wie es die SPÖ hat, Vereine und anderes zulässt, ist ein Gesetz, das Rot und Blau gemeinsam beschlossen haben. Wir hätten gerne etwas anderes beschlossen. Darf ich ganz kurz aussprechen? Nein, ich möchte das schon sagen, weil ich darf das ich ganz kurz aussprechen? Wir haben genauso wie die NEOS diesem Gesetz nicht zugestimmt. Wir haben einige Anträge gemeinsam mit den NEOS beschlossen. Dann gab es Anträge, die NEOS alleine ohne unsere Stimme beschlossen haben. Und dann gab es Anträge, die wir alleine beschlossen haben, wie zum Beispiel, dass Parteien, die zu wenig Frauen im Parlament haben, weniger Parteienförderung bekommen sollen. So hat sich das im Juni abgespielt. Aber zusammengefasst kann ich nur sagen, wer das Gesetz kritisiert, und das kann man zu Recht kritisieren, weil ich halte es für ein schlechtes Gesetz, der sollte sich schon die Frage stellen, wer hat es beschlossen? Und Frau Meindl-Reisinger, Sie haben es nicht beschlossen. Und wir haben es genauso wenig beschlossen. Das stimmt nicht. Wir haben einige Anträge gemeinsam beschlossen, wie zum Beispiel, dass schneller an den Rechnungshof gemeldet werden soll und andere Themen auch. Herr Kurz, Sie haben mich und jetzt lassen wir die Frau Meindl-Reisinger reagieren, weil die war jetzt wiederum. Herr Pilz, bitte. Lassen wir zuerst mal die Frau. Weil Sie das gestern auch gesagt haben, ich weiß nicht, in welchem Paralleluniversum Sie unterwegs sind. In der Welt, in der ich war, nach dem Ibiza-Video, haben wir gesagt, und das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir, wenn wir so etwas sehen, in der Krise auch immer eine Chance sehen und sagen, wir können es besser machen. Wir können das verhindern durch bessere Gesetze. Und wir haben ein Antragspaket auf den Weg gebracht, eingebracht ins Parlament, das eine klare Kontrolle des Rechnungshofs vorgesehen hätte. Eine selbstverständliche Verpflichtung zu einer Transparenz, und zwar wenn es nach uns geht, wie Sie wissen, wir reden nicht nur davon, wir tun es auch 365 Tage im Jahr. Und drittens auch natürlich schärfere Sanktionen, einen Straftatbestand, illegale Parteienfinanzierung. Alle diese Dinge, Herr Kurz, haben Sie, sind 8 Anträge gewesen, niedergestimmt. Das Gesetz, das die Grundlage bietet, dass Ibiza überhaupt möglich war, haben Sie vor Jahrzehnten schon als ÖVP mitbeschlossen. Und erinnern Sie sich, und das ist jetzt schon nochmal wichtig. Herr Kurz, einen Tag bevor das Ibiza-Video herausgekommen ist, haben wir in einer dringlichen Anfrage zur Frage der Verbindungen der FPÖ zu Russland Sie gefragt, habe ich Sie gefragt, sind Sie davon überzeugt, dass unsere Gesetze in Österreich streng genug sind, dass wir verhindern können,
dass es dubiose Finanzierung aus dem Ausland, insbesondere aus Russland, gibt. Und Sie haben wortreich erklärt, dass wir das schärfste und beste Parteienfinanzierungsgesetz haben. Sie können es nachschauen. Wenn Sie sozusagen mir nicht glauben, glauben Sie Ihren eigenen Worten. Ich muss jetzt ein bisschen die Zügel anziehen, weil sonst eine persönliche Antwort geben auf den Herrn Kurz, weil behauptet hat, ich sage die Unwahrheit. Herr Kurz, Sie haben selbst zugegeben, dass die ÖVP im Nationalratswahlkampf 2017 gesetzliche Bestimmungen gebrochen hat. Das ist ein Faktum. Und das Zweite ist, und Frau Meindl-Reisinger, das gilt für Sie und für den Herrn Kurz. Das Kernproblem der Parteienkorruption ist, dass sich die Reichsten, die größten Konzerne und die größten Immobilienspekulanten mit ihren Millionen Abgeordnete, Minister und Gesetze kaufen konnten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eine Obergrenze einführen, und das haben wir erfolgreich gemacht, nicht mehr als 7.500. Sie haben geschwind noch, okay, ein Vortrag, bevor Inkrafttreten des Gesetzes, versuchen wir jetzt ein bisschen konstruktiv zu sein. Ich bin gleich fertig. Das Wichtige ist, dass wir im Parlament ja in diesem Punkt erfolgreich waren und ein Gesetz, da haben Sie recht, die Hälfte jetzt positiv erledigt haben, das sind diese Spendenbegrenzungen, und die zweite Hälfte, Rechnungshofkontrolle, wir werden wahrscheinlich bis in den Dezember koalitionsfreien Raum haben. Herr Pilz. Und ich hoffe, dass wir da eine Mehrheit finden. Seien wir konstruktiv, und da holen wir jetzt auch den Werner Kogler rein, seien wir konstruktiv und schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Es ist offensichtlich so, dass viele mit diesen Bestimmungen unzufrieden sind. Es ist Tatsache, dass der Rechnungshof nicht wirklich in die Buchhaltung reinschauen kann. Es gibt keine strafrechtlichen Sanktionen und. Also jetzt meine ganz konkrete Frage. Man könnte ja schon beim nächsten Nationalrat, in der nächsten Nationalratssitzung, das verbessern und transparenter machen. Anträge von uns gibt es. Lass mir zuerst einmal jetzt den Werner Kogler, der wird dann auch ein bisschen wahrscheinlich noch eine andere Kurve nehmen, aber egal. Aber ich bitte jetzt eine klare und kurze Antwort auf diese meine Frage. Welche jetzt? Ich bin ja gerade einmal nicht im Nationalrat. Es spiegelt sich ja ein das bisschen. Das stimmt. Das sollte man mal in Erinnerung rufen. Es spiegelt sich ja auch ein bisschen wieder. Jetzt haben Sie mich erwischt. Wir leben eh damit, das muss ich alle erinnern. Weil diese guten Umfragen und der auch für mich überraschende Erfolg bei den Europawahlen, das ja möglicherweise zudeckt, wir sollten da mal wieder in den Nationalrat. Aber wenn das mehrere so sehen, bin ich jetzt nicht unglücklich drüber. Wären wir im Nationalrat, an dieser Stelle muss man noch nicht applaudieren, aber. Ich kann dazu schon einen Beitrag leisten. Wir hatten ja die Vorgängergesetze selber verhandelt, federführend die Grünen. Ich kann da ja Zeugnis ablegen, wie das war als Verhandlungsführer, damals noch auf der anderen Seite mit dem Herrn Ostermeier im Übrigen. Und möchte ja mal was Positives voranstellen und bei Abgeordneten Pilz anknüpfen, dass es jetzt einmal Spendenbegrenzung gibt, ist eine gute Sache. Ob das 10, 5 oder 15.000 Euro sind, ist eine andere Frage. Ja? Ich hätte halt 10.000, jetzt sind 7.500. Das ist aus den erwähnten Gründen gut. Also man muss an der Stelle schon einmal bei aller Freude zum Mitbewerb mal feststellen, wer da überhaupt was zusammenbringt. Aber die wirkliche Geschichte ist, also das hilft das beste Transparenzgesetz nichts, wenn nicht, das haben Sie mit eingepackt in Ihre Frage, wenn nicht, und das ist halt nicht gelungen, da kann ja jetzt denjenigen nicht den Vorwurf machen, die es nicht durchgesetzt haben, sondern denjenigen, die blockieren. Wie es jetzt im Detail war, weiß ich ja nicht. Ich kann Ihnen aber die Geschichte erzählen, es würde mich wundern, wenn es jetzt so anders wäre. Wir haben in der Frage der Spendentransparenz, das war ja immer die größte Gaunerei in Österreich, ja, die Banken haben die Parteien zahlt namentlich und vor allem damals noch schwarz, aber jedenfalls die ÖVP, die haben das gar nicht einmal mehr abgestritten am Schluss. Und durch die Kärntner, die Salzburger und wie sie alle und Hyperskandale hießen, war der Druck so groß, dass wir endlich einmal die Spendenoffenlegung durchgebracht haben. Und dann waren es genau leider damals auch die SPÖ jetzt nicht besonders quasi hilfreich, aber jedenfalls die FPÖ und die ÖVP, die verhindert haben das, was Sie hier völlig zu Recht anmahnen, nämlich massive und echte Kontrollrechte, nicht irgendwelche Einschau, ja, und der Wirtschaftsprüfer, den man sich noch selber aussucht, Kontrollrechte erstens des Rechnungshofs, ich war ja dort lang der Vorsitzende, und zweitens und mindestens so wichtig, Meindl-Reisinger hat es gesagt,
die strafrechtlichen Tatbestände implementieren, alles rundum und mittendrin in illegaler Parteienfinanzierung. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, das war nicht möglich mit den genannten Parteien. Leider haben sie ja sogar noch die Sozialdemokratie ein bisschen verlassen an der Stelle. Aber gut, die Konsequenz wäre... Jetzt, die Konsequenz wäre, ja, das schließe ich schon an, weil das kann ich auch, wenn ich nicht im Parlament bin, Video schauen, ja. Und ich find das eigentlich ein bisschen fast verulgt, wie das hier manche darstellen, und die sollen ein paar Therapievideo machen, wie sie wollen. Das geht ja völlig an der Ernsthaftigkeit der Sache vorbei. Ja? Ich sage Ihnen aber das Argument jetzt am Schluss, was die Blauen dort angekündigt haben, es ist mir völlig wurscht, was die sich in den Tee geworfen haben, ja. Das war offensichtlich in Veritas. Aber was die angekündigt haben, haben die Türkisen ausgeführt. Ich weiß es ja nicht, ob es mir aufgefallen ist. Es wurde die Frau Horten genannt. Es wurde erzählt, dass dort Spenden gestückelt werden könnte, am Rechnungshof vorbei. Und dann gibt es eine andere Partei, die das vollzogen. Herr Kogler, Sie haben jetzt Ihr Eingangsstatement auch untergebracht. Ich möchte jetzt, der sprachlichen Ankündigung sitzen ja bei den Türkisen. Herr Kogler, Können wir jetzt vielleicht die Runde mit der Parteifinanzen machen? Wie in der Bundesrepublik Deutschland müsste der halbe Parteivorstand der Türkisen, zumindest alle, die das eingefädelt oder gewusst haben, Richtung Gefängnis abmarschieren. Herr Kogler. Das ist der Unterschied. Und deshalb gehört es implementiert, weil okay. mit diesem undemokratischen und intransparenten Unfunk gehört aufgehört. Jetzt Punkt. Ist Punkt. So, jetzt Sie. Sie nehmen meine Bitte nicht ganz ernst, keine Monologe zu machen. Jetzt die Parteien, die im Parlament sind, jetzt ganz konkret, im September gibt es eine Sitzung. Es ist schon angesprochen worden, Ausweitung der Prüfbefugnisse des Rechnungshofes, strafrechtliche Sanktionen. Ich möchte jetzt ganz konkret, das kann man auch kurz machen, wissen, wer da nachschärfen will und wer nicht. Herr Pilz. Ganz einfach, das Allerwichtigste ist absolute Kontrolle, und zwar unangemeldete Kontrolle durch den Rechnungshof. Erstens. Zweitens Straftatbestand, Spendenwäsche. Und drittens, und das sage ich gleich dazu, und damit bin ich schon fertig, Straftatbestand Parteibuchwirtschaft, weil das ist das, was derzeit noch fehlt. Gut, Frau Meindl-Reisinger. Ja, selbstverständlich. Und wie in vielen anderen Themen auch, haben wir hier schon Konzepte ausgearbeitet. Die liegen am Tisch in Antragsform und man muss nur noch zustimmen. Ich freue mich, wenn das alle mittragen. Ja, schauen wir mal. Herr Hofer. Nun, wir haben, als wir den Beschluss gefasst haben, schon gesagt, es wird wahrscheinlich wieder Umgehungsmöglichkeiten geben, die jemand sucht, und die Lücken muss man schließen. Ich höre jetzt zum Beispiel, dass es die Möglichkeit noch immer gibt, über Ortsgruppen von Parteien Spenden zu sammeln in einem größeren Ausmaß. Auch diese Lücke muss geschlossen werden. Vereine auch? Aber es ist, eins muss ich sagen, wenn es eine Ortsgruppe, ein Bürgerstandl macht, und dort, ich weiß nicht, Getränke ausschenkt und da kommen Spenden in die Box, das muss schon weiter möglich sein. Aber Großspenden, das nicht. Prüfung durch den Rechnungshof. Man tut so, als hätten die Wirtschaftsprüfer, als wären das irgendwelche Leute, die keine Verantwortung tragen würden. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Deswegen, wir sagen, der Rechnungshof ist ein Organ der Legislative und soll die Exekutive kontrollieren. Und nicht die Legislative. Und da passt es nicht zusammen. Also, die Parteien, verzeihen Sie, er kontrolliert gemäß dem Auftrag auch die Parteien. Und das fällt ganz klassisch unter die Kontrolle der Parteien. Und gut, aber es ist klar rausgekommen, er möchte nicht, dass der Rechnungshof die größere Befugnisse bekommt. Der Punkt ist schon richtig, es gibt die Meldepflicht jetzt schon der Parteien an den Rechnungshof. Das heißt, diese Verbindung ist eindeutig, Herr Hofer. Ich bin gern ein Exemplar dieses Gesetzes. Frau Rendi-Wagner. Entschuldige, dann schaffen wir eine andere Instanz. Frau, Bundesrepublik gibt es eine eigene Instanz dafür. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Frau Rendi-Wagner. Aber irgendwer wird kontrollieren müssen, sonst ist alles für einen Hugo. Könnte sich die SPÖ vorstellen, dass man da noch nachschärft? So, Ausgangspunkt war das Ibiza-Video. Was wir hier gesehen haben, war käufliche Politik, die hier live zu hören und zu sehen, also nicht live, aber zu hören und zu sehen war. Und daher war für mich ganz klar, dass wir vor dem Wahlkampf, der jetzt vor der Tür steht, eindeutige Riegel vorzuschieben haben einer käuflichen Politik. Deswegen ganz klar, dass wir Spendenobergrenzen brauchen für die Einzelspende, aber auch Gesamtspende. Was ist mit den Vereinen? Das haben wir innerhalb von 2 Wochen im Parlament ausverhandelt. Und jetzt stellt sich die ÖVP offenbar so hin und sagt, sie war immer schon für die Rechnungshofprüfung. In diesen Verhandlungen, wo wir waren im Parlament, hat die ÖVP dieser Rechnungshofprüfung
nicht zugestimmt, Herr Kurz. Und genau deswegen verstehe ich die plötzliche Wandlung nicht mehr, die rückblickend offensichtlich mit einer Amnestie verbunden ist. Ja, weil das war so genau nicht. Nein, aber er hat es ja behauptet. Ich habe nie behauptet, dass ich zugestimmt habe. Aber da kennt sich niemand mehr aus. Schauen wir in die Zukunft. Sind Sie bereit? Genau. Und ich habe gesagt, wenn es jetzt, ich will nicht, dass das zu einem Wahlkampfthema wird. Das ist kein einfaches Thema. Es wird unter dem Schlagwort Transparenz diskutiert. Aber es geht auch um das Thema der Demokratie, aber das ist etwas anderes. Freie Parteien. Und wenn gerade die sich jetzt stark machen, die einen Tag vor Inkrafttretung oder zwei Tage vor Inkrafttretung des neuen Parteigesetzes eine Überweisung bekommen von 300.000 Euro, dann darf man sich auch nicht wundern. So. Gemacht worden, was also, genau, aber käufliche ganz Politik. Kurz, also es soll nichts mehr passieren vor, vor der Wahl. Ich habe gesagt, von Anfang an, ich hätte gerne eine hochgradige Expertenrunde aus in- und ausländischen Experten. Schauen wir uns Modelle wie in Deutschland an. Der Rechnung, es wird so getan, als wäre das das einzige Modell, das es gibt. Es gibt mehrere Modelle der Transparenz und deswegen hätte ich gerne einen Waisenrat, der schon längst hätte arbeiten können. Das ist nicht passiert. Diese Expertengruppe aber hat über nie getagt. Es gibt alle Experten, die sagen, es braucht keinen Waisenrat. Es gibt das Forum für Informationsfreiheit. Es gibt den Politologen Sickinger, die sagen alle, was, Herr Wehpofer, was Sache ist. Es gibt auch andere. Ich kenne auch andere Experten und ich bin gewohnt, dass ich alle Perspektiven auf dem Tisch habe und ich hätte dieses Thema gerne raus aus dem Wahlkampf. Ist, wenn die Experten zum Schluss kommen, die Transparenz ist angekommen, soll nicht mehr vor dem Wahlkampf passieren. Herr Kurz. Ich glaube, es ist immer am besten, bei den Fakten zu bleiben. Ich verstehe, warum das jetzt so emotional auch rübergekommen ist. Das Gesetz, das im Juni beschlossen wurde, wurde von SPÖ, FPÖ und Pilz beschlossen. Insbesondere die Neos haben Druck gemacht, dass es in eine andere Richtung gehen sollte. Ja, aber da wart ihr nicht dabei. Wir haben dem Gesetz auch nicht zugestimmt. Aber aus anderen Gründen. Wir haben mittlerweile die Spenden, die Großspenden in Österreich verboten. Das ist in Ordnung. Wir haben gemeinsam mit den Neos versucht zu beschließen, dass Parteien über die Wahlkampfausgaben innerhalb von 3 Monaten den Rechnungshof informieren müssen. SPÖ und FPÖ haben nicht zugestimmt. Wir haben gemeinsam mit den Neos stärkere Sanktionen bei der Überschreitung der Wahlkampfkosten eingebracht. SPÖ und FPÖ haben es niedergestimmt. Und wir haben eine Abschaffung der Valorisierung der Parteienförderung und eine Kürzung der Parteienförderung von 25% vorgeschlagen. Auch das wurde mit einer Mehrheit niedergestimmt. Insofern, um Ihre Frage zu beantworten, ja, wir sind selbstverständlich bereit, die Rechte des Rechnungshofs zu stärken. Wir halten das auch für sinnvoll. Wir halten das derzeitige Gesetz für schlecht. Und Herr Kogler, Sie haben vollkommen recht, wie das früher war und wer da mitverhandelt hat, Ostermeier und andere. Ich sage Ihnen nur, ich war damals nicht in der Verantwortung. Und ja, auch ich habe aus Ibiza meine Schlüsse gezogen. Und wenn es dazu führt, dass die Spenden verboten werden sollen, was passiert ist, okay. Aber das ist mindestens erst die halbe Lösung, weil die stärkere Kontrolle des Rechnungshofs und die Institution... Und das wären Sie bereit, auch im September noch umzusetzen und strafrechtliche Sanktionen und die Vereine in diese ganze Untersuchung und Transparenz mit reinzunehmen? Wäre das für Sie auch okay? Alles bereit, was Sinn macht, aber man braucht die Institution, die kontrolliert, nicht neu erfinden. Die gibt es, hat hunderte Mitarbeiter und heißt Rechnungshof. Also eines versteht nicht, wenn gesagt wird, muss bei den Fakten bleiben. Die Strafen wurden erhöht. Genau. Und was Sie vorher gesagt haben, dass mit den 49.000 Euro Umgehungsstückelungen, diese Gesetzeslage, die diese Umgehung möglich gemacht hat, wurde mit den Stimmen der ÖVP beschlossen. Anfang meiner Zeit. Also das muss man sagen. Aber ich glaube, was bei diesem ganzen Streit... Von allen Parteien damals übrigens. Da hat es geheißen, es wäre das beste Gesetz überhaupt. Aber es war ein Allen-Parteien-Gesetz. War es aber nicht. Aber, ja, aber, war allen aber wir müssen jetzt, meine Damen und Herren... Erlauben Sie mir zwei Sätze. Ich habe eine gewisse Ungleichverteilung bei den Wortmeldungen. Ich möchte zum nächsten Thema kommen, bitte. Bei dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt haben, mit diesen gegenseitigen Beschuldigungen und dem Streit und so weiter, ist eines wichtig, dass wir in Österreich ein Modell der Parteienfinanzierung haben, dass es den Parteien ermöglicht, mit diesem Geld auch ordentlich arbeiten zu können. Und das heißt, wir brauchen die Großspenden nicht. Und ich finde es gut, dass es diese Obergrenze gibt, weil wenn jemand sehr viel Geld hat und sehr viel spendet, natürlich wird dann die Partei von dieser Person abhängig. Und wenn dann diese Partei regiert und es kommt zu Bauaufträgen oder zu anderen Maßnahmen, dann nicht einmal, wenn es ausgesprochen wird, du musst mir etwas geben, bleibt doch dieser Druck, ich muss diesen
Menschen etwas zurückgeben und das ist negativ. Gut, ich halte aber fest, es wird vor der Wahl, Sie fühlen sich angesprochen. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt übernehmen. Ich halte fest, es wird vor der Wahl nichts mehr passieren. Diese Mehrheit sehe ich nicht. Sie bekommen die Großspät. Das Positive ist jetzt festhalten. Wenn ich den Herrn Kurz richtig verstanden habe, hat er gesagt, er ist bereit, einer scharfen Rechnungshofkontrolle am 25. zuzustimmen. Herr Kurz, ich nehme Sie beim Wort. Ich nehme Sie beim Wort. Verhandeln wir diesen Antrag gemeinsam im Parlament und schauen wir, dass wir dieses Problem in Ordnung bringen. Gut, aber es gibt zwei andere Parteien, die das nicht wollen, FPÖ und SPÖ. Und deswegen werden wir sehen, ob da noch was passiert. Und die haben eine Mehrheit. Ich möchte jetzt das Thema wechseln und zwar zu einem ganz großen Zukunftsthema kommen, nämlich die Klimakrise oder den Klimawandel. Da ist jetzt großer Aktionismus ausgebrochen unter allen Parteien, die das Thema vielleicht bisher eher stiefmütterlich behandelt haben. Es gibt jede Menge Schlagworte zu diesem Thema, Klimakonvent, Klimakommission etc. machen da die Runde. Ich möchte von Ihnen jetzt einfach wissen, welche zwei, es ist ein kompliziertes Thema, ist klar, welche zwei, drei Maßnahmen man aus Ihrer Sicht ergreifen sollte, und vor allem auch, also unmittelbar die nächsten Jahre, wir reden jetzt nicht von der Zukunftsmusik, und wer das bezahlen soll. Ich möchte diesmal in der Mitte anfangen, Frau Meindl-Reisinger. Ja, danke. Ich meine, wir NEOS haben gesagt, wir haben Wirtschaft und Umwelt in diesem Wahlkampf als zweite zentrale Themen, die wir auch verbinden, weil, und ich glaube, das sieht man auch, wenn man am Freitag bei Fridays for Future dabei ist oder auch vielen Diskussionen folgt, wir müssen jetzt etwas tun. Und da kann man sich nicht in Utopien hingeben, wo man sagt, naja, vielleicht in einer schöneren, gerechteren Welt wäre alles ganz anders, sondern wir müssen jetzt etwas tun. Und wir haben als Einzige ein umfangreiches Konzept vorgelegt für eine ökosoziale Steuerreform, das vereinfacht gesagt drei Dinge tut. Umweltverschmutzung belasten mit einem CO2-Preis, CO2-Steuer, sagt man landläufig dazu. Aber gleichzeitig die Menschen zu entlasten durch eine Abschaffung von Steuern, die mehr oder weniger lenken und vor allem durch eine doch deutliche Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, indem wir die kalte Progression, diese schleichende Steuererhöhung abgelten. Der dritte Aspekt ist dann eher aufgrund der möglicherweise schlechteren Wirtschaftslage die Senkung der Lohnnebenkosten, damit wir auch wirklich die Chance haben auf mehr Jobs. Also da sind wir die Einzigen, die dieses Konzept am Tisch gelegt haben, das unserer Meinung nach auch diese Dinge verbindet wunderbar, die Menschen entlastet und trotzdem aber nach dem Verursacherprinzip ganz klar sagt, Umweltverschmutzung braucht einen Preis und wir haben es auch ausrechnen lassen. Es ist auch das wirksamste Konzept, das am Tisch liegt. Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es weit wirksamer ist als das von den Grünen, das am Tisch liegt. Wir schaffen es -30% CO2-Emissionen beim Verkehr und das ist wirklich ein Brocken. Man muss es nur machen. Okay, gut. Zwei, drei Maßnahmen, Herr Pilz. Die CO2-Steuer, keine Frage. Bruno Rossmann, unser Abgeordneter, hat viele Jahre gerechnet, vor kurzem präsentiert. Und der Budgetdienst des Parlaments hat dieses Konzept geprüft und hat festgestellt, es erfüllt die Lenkungswirkungen und zweitens, es hat extrem positive Verteilungswirkungen für die unteren Einkommen, weil es in Form einer Klimadividende die gesamten Einnahmen aus dieser Steuer an schwächere Haushalte zurückzahlt. Aber das Zweite, und da unterscheiden wir uns von vielen, ist eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Billigfleischimporte, aus Fleisch aus Massentierhaltung. Biofleisch soll bei 10% bleiben. Aber alles andere auf 20%, und zwar aus einem ökologischen Grund, nicht nur aus Tierschutzgründen. Weil Emissionen aus der Massentierhaltung weltweit für etwa ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich sind. Und weil hier etwas getan werden muss. Das ist ein neuer Vorschlag, der wird in Deutschland bereits unter den Parteien sehr intensiv diskutiert. Bei uns war der erste Reflex leider auch der Grünen, aber das ist der Beginn eines Diskussionsprozesses eher negativ. Ich appelliere an alle, lassen wir diese große Chance, Tierschutz und Klimaschutz zu verbinden, nicht aus und reden wir auch ernsthaft darüber. Es lohnt sich, das okay. Könnte ein wirklicher Beitrag sein. Erhöhung der Mehrwertsteuer, Herr Kogler. Ja, nachdem nicht klar ist, ob man in
diesem Thema dann noch ein zweites Mal drankommt, möchte ich da die Argumentationskette durchziehen, die es da gibt, weil jeder, der behauptet, ja, das ist genau eine Maßnahme nur zutreffend, und sei es für viele oft nur Schlagwort, flüchtig, CO2-Steuer, dann ist es zu kurz gegriffen. Das Umweltbundesamt schlägt 50 Maßnahmen vor, und je nachdem, ob man mehrere gleichzeitig durchsetzt, muss eine mehr greifen oder weniger. Aber deshalb muss man die Bündel sehen. Ja, ich greife ja da gleich mal in die Debatte rein, weil ja da sehr viel Nebel geworfen wird, fürchte ich. Zu den grünen Konzepten. Mein Gott, wir werden mit den NEOS das jetzt hier dann genauer diskutieren können. Ich darf nur festhalten, dass wir mit dem damaligen frisch gebackenen Parteivorsitzenden Van der Bellen, immerhin Finanzwissenschaftler, die ersten ganz großen ökologisch-sozialen Steuerreformgesetze vorgeschlagen haben, die sich in Milliardenhöhe bewegen, und wir drehen dafür größere Räder. Wichtig ist das Grundprinzip. 4 Milliarden entlasten. Wir werden dann das schon noch diskutieren. Ich sage Ihnen nur, bei Ihrem Konzept, Frau Meil-Reisinger, werden andere ökologische Abgaben abgeschafft. Das hätten wir mal prima vista nicht machen, weil wenn nämlich die SUVs um 30% billiger wären, ist das nicht gut. Damit das Publikum ein Bild machen kann. Ja, so, jetzt ist es, na doch, davon schon, weil es ist ja gerade das Konzept gehabt, dankenswerterweise kann man ja nachlesen. Das muss man ja loben. Ich sage ja nicht, dass wir da total dagegen sind. Ich sage nur, dass da auch Konstruktionsfehler drinnen sind. Jetzt zu meinen Vorschlägen. Erstens ökologisch-soziale Steuerreform. Ja, und zwar zunehmend und immer größer, und dass man sich was vorstellen kann und über Nacht und sofort einführen kann, man Steuerprivilegien beseitigen. Das ist schon mit 1.1. des Jahreswechsels möglich. Dieselprivileg, wir kennen das. Ja, wir ziehen damit massiv im Übrigen Transitverkehr an. Das Zweite ist, Flugbenzin sofort besteuern, möglichst später europäisch, aber es geht auch für Inlandsflüge. Die ganze Mineralölsteuer anpassen an das Umland von also an die anderen Länder, die sind nämlich meistens höher als in Österreich. Das sind die ersten Schritte. Die größeren Räder werden wir im Rahmen einer Legislatur drehen müssen, weil sonst geht das zu geschwind. Es geht ja auch um Anpassungsgeschwindigkeiten. Okay. Aber viel wichtiger noch sind alle Finanzströme, die umweltschädlichen Subventionen, da kannst du sofort was machen. Die können rausgezogen dort und das in umweltfreundliche. 4 bis 5 Milliarden. Ja, und das Zweite, okay. Moment, und das Zweite, beziehungsweise in je nach Zählweise das Dritte ist, dass man die Investitionen umsteuern muss. Und das sage ich deshalb, weil wir da, glaube ich, bis auf den Abgeordneten Pütz alle anderer Meinung sein werden. Es gehen jetzt in Autobahnen Ausbauten. Zig Milliarden geplanterweise in den massiven Flughafenausbau da unten in Schwechat, auch mehrere Milliarden, das ist ja ein halb öffentliches Projekt. Wir sind die Einzigen, die sich hinstellen und sagen, das ist ja völliger Schwachsinn, Verbetonierung von Steuermilliarden in so, die fossile aber Vergangenheit. Jetzt machen wir einen Buch, das ist schon bei der fünften Maßnahme. Das müssen wir dort rausnehmen Gut. und in Klimaschutzinvestitionen okay. reintun. Herr Hofer. Insbesondere vor anstehender Wirtschaftskrise. Herr Hofer. Bevor ich mit den Maßnahmen beginne, zuerst zu den Autobahnen. Aber auch E-Autos brauchen eine Autobahn. Und die werden nicht übers Gelände fahren. Die größte Autobahndichte in Europa. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zur Verkehrsinsel werden da. Ja, also ich sage nur, auch E-Autos brauchen eine Autobahn. Anders wird es nicht gehen. Aber, und erlauben Sie noch einen Satz zu Peter Pilz, den ich sonst sehr schätze. Biofleisch mit 10% zu besteuern. Und sagen, Fleisch aus herkömmlicher Landwirtschaft ist anders besteuert. Was heißt das? Biofleisch aus Deutschland, aus den Niederlanden oder von wo auch immer, wird mit 10% besteuert. Und der Landwirt in meiner Gemeinde, der herkömmlich arbeitet, wird höher besteuert. Also auch hier steckt der Teufel dann im Detail. Auch das kann ungerecht sein und es kann sein, dass es nicht gut funktioniert. Zwei große Themenfelder sind zu beackern, einerseits der Verkehr, andererseits die Energiewende insgesamt. Österreich hat das große Glück, dass wir einen hohen Anteil an erneuerbaren Energieträgern schon jetzt abbilden im Strommix. Wir haben insgesamt, wir haben Wasserkraft, Gott sei Dank, wir haben Biomasse, wir haben Solarthermie, wir haben Photovoltaik, Geothermie, Windkraft, alles, was man braucht, um die Energiewende auch tatsächlich zu schaffen. Wo wir ansetzen müssen, das ist die Speichertechnik. Ich kann die Energiewende nicht schaffen, wenn ich diese volatilen Leistungen, die hier abgebildet werden, nicht auch speichern kann. Deswegen richtig, in den Wasserstoff zu gehen. Es war geplant im Seewinkel, da gibt es sehr viel Windkraft.
über Elektrolyse in Wasserstoff zu gehen, dort Wasserstoff zu speichern und dann diese Energie weiter nutzen zu können. Weiterer großer Vorteil. 10% des CO2-Aufkommens in Österreich kommt aus der Stahlproduktion. Wir haben bei dem Erz, das wir in Österreich haben, einen basischen Verarbeitungsprozess. Hier entsteht CO2. Ich kann zwar beim Hochofen mit Pellets heizen oder auch mit Wasserstoff, aber in der Verarbeitung bleibt das CO2. Und deswegen ist auch die FÖST so aktiv, weil man dann mit diesem CO2, mit Wasserstoff in die Methanisierung gehen kann. Also das ist der eine Bereich. Und ich würde auch vorschlagen, dass man Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern anders besteuert als Energie aus Kernkraft, Gas, Kohle und also so weiter. Und ich finde es ungerecht, wenn ich das nur sagen darf, dass wir bei der Frage der Klimaschutzpolitik von der Europäischen Union ganz hinten gereiht werden. Und wer ist ganz vorne? Frankreich und Belgien. Die beiden setzen auf Kernkraft. Dann kommt der Verkehr. Im Verkehrsbereich ist der öffentliche Verkehr ganz, ganz wichtig. Wir investieren in 5 Jahren 13,9 Milliarden Euro in den Schienenausbau, 700 Millionen im Jahr in den Personenverkehr, Zuschüsse, 100 Millionen in den Güterverkehr. Was fehlt, ist, dass man im Nahverkehrsbereich, im städtischen Bereich etwas tut. In Wien passiert das mit dem U-Bahn-Ausbau, wo der Bund mitbezahlt, aber nicht in Wien, nicht in Graz, nicht in Innsbruck, nicht in Linz und so weiter. Deswegen brauchen wir diese Nahverkehrsmilliarde. Und beim Individualverkehr, da bin ich schon fertig, ist es wichtig, dass wir mehr E-Tankstellen haben, auch Wasserstofftankstellen, aber mit den Zuwachsraten bei den E-Autos, die zwar doppelt so hoch sind wie in Deutschland, schaffen wir die Wende nicht. Wir schaffen es, wenn wir beim Sprit ansetzen. Von E5 auf E10, auf E-Fuel, der ÖMTC rechnet vor, dass wir bis 2030 die Emissionen um 50% senken können, wenn wir auf Biosprit und E-Fuel setzen. Kurze Zwischenfrage nur noch und damit dann bitte um eine kurze Antwort. Sie, der Vorwurf an Sie lautet, in Ihrer Regierungszeit hätten Sie das ganze Gegenteil gemacht, allein schon Stichwort Tempo 140 und jetzt entdecken Sie das Klimathema. Für welche Partei treten Sie an heute? Ich komme so vor, Sie sind kein Moderator, sondern Sie bringen nicht mehr eigene Meinung. Nein, ich spreche für keine Partei. Also die 140 Sie wissen, dass der Vorwurf seit 1,5 Jahren ist gegen die FPÖ und gegen Sie, dass Sie mit diesem Tempo 140 genau gegen diese, ganzen, Herr ich gebe gegen diese ganzen Klimamaßnahmen eigentlich genau das Gegenteil machen. Ach so. Sag nicht ich, das können Sie sich bei 13,9 Milliarden in die Infrastruktur Schiene, das Gegenteil, Sie haben aber das kommt ja nicht nur von Ihnen, das war ja vorher schon bei den Vorgängern. Ich brauche es nicht böse werden, aber Sie haben einfach, Sie kennen sich nicht aus. Ich bin ganz entspannt. Also bei 140 km/h, bei 140 km/h, darf ich es erklären? Ja, bitte. Gibt es den Testbetrieb, der gemacht worden ist, der auch zeigt, dass die Emissionen nicht so gestiegen sind, wie das manche geglaubt haben, aber es ist ein Testbetrieb. Und das auszurollen wäre erst dann möglich, wenn wir im Bereich der Dekarbonisierung einen gewissen Grad erreicht haben. Das heißt, wenn es x Prozent E-Autos gibt. Beim Railjet, haben wir bei den E-Autos eh gemacht mit dem Luft 100. Ja, aber dann machen Sie beim Railjet, das haben wir ja schon gemacht. Beim Railjet sind Sie auch froh, wenn Sie 250 fahren können, weil er elektrisch fährt und mit erneuerbarer Energie. Und bei den Autos wird es genauso sein. Gut, jetzt wollte der Hofer kurz mal zeigen, dass er doch nicht so nett ist, wie man immer über uns sagt. Frau Randy Wagner. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man das Thema Klima als Zukunftsfrage diskutiert, weil es ist keine Zukunftsfrage, es ist wirklich eine Gegenwartsfrage und eine Herausforderung, die schon längst da ist. Wenn wir anschauen, dass wir das viertheißeste Jahr in Folge haben seit Temperaturaufzeichnung, dann können wir nicht mehr von einer Zukunftsfrage sprechen und deswegen können wir auch nicht auf diese Zukunftstechnologien setzen, die laut den Experten, mit denen ich gesprochen habe, Umweltexperten, erst frühestens 2030 jetzt wirklich in die Fläche wie Wasserstoff zu bringen sind, sondern da müssen wir schneller handeln. Und ich finde es auch bizarr, dass wir uns gerade bei der Klimapolitik diese Finanzierungsfrage wirklich trauen zu stellen. Wir haben überhaupt keine Wahl. Wir haben die Wahl nicht, weil wenn wir da jetzt nichts tun, wenn wir hier nicht investieren in unsere Zukunft, in die Zukunft der Kinder und der Enkelkinder, dann ist der Preis so hoch, dass er nicht mehr bezahlbar ist. Also sind Sie für und vor eine ökosoziale Steuerreform? Deswegen bin ich für eine ökosoziale Steuerreform, aber nicht so, wie ihr sie vorschlagt, 1:1. Und außerdem ist er der Moderator und nicht Sie, Herr Pilz. So, gut. Und tun wir nicht so, und da kann ich dem Werner Kogler nur recht geben, und das tun einige, als wäre das Klima zu retten mit einem Knopfdruck. Also ein Knopfdruck auf irgendeinem Schaltpult wird das Klima nicht retten. Das ist ein Maßnahmenbündel. Und da komme ich wirklich aus der Medizin, weil wenn ich eine Therapie
mir überlege für jemanden, ja, dann muss ich zwei Dinge überlegen. Ist sie wirksam und welche Nebenwirkungen hat sie? Und das eine ist wirksam gleich Lenkungs, welchen Lenkungshebel habe ich, Lenkungseffekt habe ich damit. Und dann muss ich mich fragen, wo setze ich an? Setze ich wirklich beim Individualverkehr an mit einer CO2-Steuer, die Nebenwirkungen hätte, die soziale Unverträglichkeit? Also, weil ich bestrafe Pendlerinnen und Pendler. Man kann gegensteuern, wie Sie wissen, man kann einen Bonus machen, es gibt ganz viele Ideen. Aber alle sind sich gar rasch einig, wie hoch eine CO2-Steuer ist, die zum Beispiel umgerechnet auf die Tonne etwa 200 Euro pro Tonne auf den Individualverkehr hätte. Rechnen Sie das auf die Industriezertifikate, die jetzt in Europa gängig sind, um die 25 Euro pro Tonne zahlen. Das ist zum Beispiel die Gegenüberstellung. Ich kenne diese Zahlen und ich habe sie mir auch genau angeschaut. Frau Meinreiser, Entschuldigung, ich will eigentlich nicht wissen, was nicht geht, sondern was geht. Genau, was geht. Und ich sage, machen wir es möglich, dass Menschen auf saubere Verkehrsmittel umsteigen können, dass es sozial verträglich ist, geben wir ihnen die Möglichkeit und die Leistbarkeit dazu. Deswegen ein Klimaticket, wie es in Wien vor Jahren eingeführt wurde, darauf kann Wien wirklich stolz sein. Das ist der rot-grüne Stadtpolitik. 1 Euro am Tag für die ganze Stadt, alle Öffis. Ich will das für ganz Österreich. Also billiger öffentlicher Verkehr? Möglich. Ausbau des Nahverkehrs. In der Obersteiermark gibt es Regionen, wo in 15 Jahren kein Personenzug stehen geblieben ist. Wie sollen diese Leute auf die Bahn umsteigen? Das geht nicht. Das heißt, wir müssen den Nahverkehr ausbauen. Und die Pendlerinnen und Pendler, die angewiesen sind aufs Auto, beziehungsweise die kann ich nicht bestrafen. Deswegen Ausbau. Und die umsteigen können, da muss ich Anreize schaffen, deswegen einen Pendlerbonus schaffen. Und internationale CO2-Steuern sehr wohl. Aber nicht auf europäischer in Ebene. Naja, schon, wir gehören ja zu Europa. Ich meine, europäische CO2-Steuer für die Schwerindustrie und für die Energiewirtschaft. Okay, Herr Kurz. Also ich finde, es ist schon viel Richtiges gesagt worden, dem ich zustimmen kann. Ich würde es ganz gern versuchen, in drei Ebenen zu strukturieren. Ich glaube, es gibt Maßnahmen, die können wir in Europa setzen. Es gibt Maßnahmen, die müssen wir auf europäischer Ebene, die können wir in Österreich setzen. Es gibt Maßnahmen, die müssen wir auf europäischer Ebene setzen. Und nachdem es eine weltweite Herausforderung ist, ist es natürlich auch ein globales Thema. Vielleicht einmal zunächst zu Österreich. Ich glaube, was unumstritten ist, quer durch alle Parteien, was ja gar nicht so häufig vorkommt, ist, dass es gut ist, dass Österreich auf erneuerbare Energien setzt. Wir liegen jetzt bei 70% erneuerbarer Anteil bei der Energiegewinnung. Wir sind ein Land, das keine Atomkraftwerke hat. Gleichzeitig mit dem Ibiza-Video, darum ist es medial ein bisschen untergegangen, haben wir den Ausstieg aus Kohle beschlossen. Wir werden also eines der ersten Länder der Welt sein, das weder Atomkraft noch Kohlekraftwerke hat. Das ist der richtige Weg. Den Anteil der erneuerbaren Energie sollten wir von den 70% jetzt auf 100% bis zum Jahr 2030 steigern. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, glaube ich, auch Konsens über die Parteigrenzen hinweg. Problem, das wir haben, ist sicherlich der Verkehr. Da haben wir sehr hohe Emissionen. Da sollten wir einerseits ansetzen beim Transit. Wir haben sehr viel Transit, insbesondere in Tirol. Wir haben Tanktourismus. Ich glaube, da gibt es recht schnelle Maßnahmen, die man setzen kann, um die CO2-Emissionen in Österreich zu reduzieren. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Auch da, glaube ich, gibt es Einigkeit. Und dann gibt es die Herausforderung, dass wir einen sehr starken ländlichen Raum auch haben. Ich komme ursprünglich aus einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich, Ortschaft mit 100 Einwohnern. Da gibt es keine U-Bahn, da gibt es keinen Zug. Da wird es auch niemals einen Bus geben, der in alle Himmelsrichtungen jede Stunde fährt. Also die Leute werden aufs Auto angewiesen bleiben. Da ist wichtig, dass wir in der Innovation besser werden. Wasserstoff auf der Langstrecke und Elektro auf der Kurzstrecke. Zwei Sätze noch zur europäischen und internationalen Ebene. Auf europäischer Ebene definitiv CO2-Zölle und alles, was uns hilft, dass wir CO2-Emissionen reduzieren. Wir importieren Fleisch aus Südamerika, dort, wo jetzt der Regenwald brennt, werden in Kürze Kühe weiden und dann wird das Steak nach Österreich und nach Europa importiert. Das heißt, alles zu besteuern oder stärker zu verzollen, was CO2-Emissionen auslöst, das ist natürlich auf europäischer Ebene sinnvoll und da kann man auch Kerosin zum Beispiel besteuern. Letzter Punkt, wir müssen auch international Druck machen auf USA, China und vor allem auf Indien. Das sind die wachsenden Märkte, die mehr und mehr Energiebedarf haben und so ehrlich müssen wir uns sein, allein in Österreich und in Europa werden wir es nicht lösen können. Nachdem, Herr Kurz, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Sie wieder Bundeskanzler werden, können Sie hier eine Zahl sagen? Was würden Sie in der nächsten Legislaturperiode in all diese Klimaschutz-, Umweltschutzmaßnahmen investieren? Ich tue mir schwer, es in einer
Zahl zu benennen, weil ich glaube, dass manches natürlich eine Investitionsfrage des Staates. Wenn Sie es nicht sagen können oder wollen, dann lassen wir es. Ich wollte von Ihnen nur wissen, gibt es etwas, haben Sie da eine Vision oder haben Sie da einen Plan, dass Sie sagen, okay, wir wollen ein paar Milliarden jetzt müssen in diese Bereiche gehen oder nicht? Ich war gerade dabei. Ja. Ich glaube, dass es schwer ist, eine Zahl zu benennen, weil wir da an einer Schnittstelle zwischen staatlichen Ausgaben und der Wirtschaft sind. Die Industrie ist zwar im Zertifikatehandel, hat aber trotzdem auch sehr viel an CO2-Emissionen in Österreich. Wenn es die FÖS, die gerade an Wasserstofftechnologien für Hochöfen forscht, schafft, hier Spitzenreiter weltweit zu werden, dann brechen allein durch die Umstellung bei der FÖS 10% der österreichischen Emissionen weg. Das heißt, was ich mir stark wünschen würde, ist im Übrigen Wasserstoff hochvernünftig. Dort gehört er hin. Total, natürlich. Als Speichermedium in der Industrie. Also ich glaube, es muss ein Zusammenwirken sein aus staatlichen Investitionen. Ja, natürlich. Der Industrie und der Wirtschaft. Okay, aber, und zum Dritten, jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten. Aber keine Zahl. Einen Satz, Herr Hofer. Die Zahl wird in etwa 20 Milliarden Euro sein, also in einer Legislaturperiode, wenn man zusammenzählt. Man bedenke nur, wir brauchen zusätzlich, um die Photovoltaikziele zu erreichen, 15 Terawattstunden. Nicht 100.000 Dächer, wir brauchen 1 Million Dächer, sonst geht sich das nicht. Meine öffentliche Hand muss 20 Milliarden investieren. Ja, mit Schienenausbau, Nahverkehrsmilliarde und allen Maßnahmen, die wir in Forschung und Energiepolitik setzen. Aber ich möchte Ihnen auch eine Zahl ganz kurz geben, weil Sie haben ja gesagt, Transit reduzieren. Wenn man der CO2-Emission, dem CO2-Ausstoß einen Preis gibt und sagt, das ist eigentlich wurscht, woher das kommt, ob das jetzt Diesel oder Benzin ist und wie das in unserem Modell auch vorgesehen ist, dann ist das ja de facto auch eine Abschaffung des Dieselprivilegs und dann wird es ja weniger attraktiv, die Routen auch so durch Österreich zu legen, dass man hier extra quasi den billigen Tank mitnimmt. Und da gibt es Untersuchungen, zum Beispiel für die Inntal-Autobahn, dass das 300.000 LKWs pro Jahr weniger über die Inntal-Autobahn brettern würden. Und das ist eine Maßnahme, weil es ist mir schon wichtig, ich finde ja, die Wirtschaft macht ja da großartige Dinge. Die FÖST forscht, ganz viele Unternehmen forschen und entwickeln und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass hier Forschung und Entwicklung und auch Unternehmergeist und Innovation uns helfen werden. Aber es gibt Bereiche, da muss die Politik die Schritte setzen. Und deshalb dieses ganz klare Ja von unserer Seite, von Neo-Seite zu einer ökosozialen Steuerreform, die genau diesen Effekt hat. Umweltverschmutzung belasten, gleichzeitig aber sogar die Steuerquote zu senken, weil Sie sagen immer, das bedeutet mehr Steuern. Nein, bedeutet es nicht, wenn man es gescheit macht, wie in unserem Konzept. Und in einem Fall, wenn Sie eine Zahl wollen, 300.000 LKWs weniger auf den Straßen Tirols pro Jahr, ist, glaube ich, eine deutliche Entlastung nur dort allein. Wir schließen das Thema gleich ab. Ein Satz noch von Herrn Pilz und einer von Herrn Kogler. Aber wirklich kurz, bitte. Ja, es gibt einen einzigen Punkt, wo man sieht, ist es ernst gemeint oder nicht. Und das ist eine CO2-Steuer. Ein Nein zur CO2-Steuer heißt Verweigerung einer Politik gegen den Klimawandel. Unser Konzept bringt, und das ist das Wichtige, und da möchte ich die Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ überzeugen, wenn man das so macht, wie wir das vorschlagen, bringt das Nachteile für das oberste Fünftel der Einkommen von 100 Euro im Schnitt pro Jahr und zusätzliche Einnahmen für das unterste, das ärmste Fünftel der Haushalte von etwa 101 Euro. Das hat der Budgetdienst des Parlaments bestätigt und Frau Kollegin Randy Wagner. Das Argument, sozial ist der Feind von ökologisch, ist sowas von gestern. Gut. Das Wesentliche ist, dass wir endlich erkennen, dass eine vernünftige Sozialpolitik auch eine vernünftige Klimapolitik und eine vernünftige Tierschutzpolitik ist. Kommen Sie raus aus dem alten Denken und entwickeln Sie uns Modelle, wo man diese drei wichtigen Ziele gemeinsam verfolgt, aber endlich was. Ich muss ein wenig um Zeitdisziplin jetzt bitten. Also die Regie hat mir gesagt, was die Redezeitverteilung anlangt, dass Norbert Hofer und Sebastian Kurz ganz oben waren, also am meisten bisher gesprochen haben und die Frau Meindl-Reisinger an hinterer Stelle sozusagen, die anderen dazwischen. Um das Thema abzuschließen, ja, ganz kurz, Herr Kogler noch. Er ist dran. Okay, danke. Ja, ich meine, richtig im Übrigen, ja, wir können, aber das unterstelle ich ja nicht der Frau Kollegin Randy Wagner, aber wir können auf die Dauer und im Durchschnitt Sozialpolitik, das ist eine alte sozialistische Krankheit, das stimmt allerdings, ja, auf die Dauer und im Durchschnitt Sozialpolitik an der Zapfsäule oder am Düsenaggregat machen. Ja. Wir brauchen eine gescheite Umverteilungslohnpolitik und Steuerpolitik, aber das nur zur Einleitung. Dann ist es seriös, wenn man mal endlich unterscheidet, bitte so viel ökonomisches Grund.
Grundwissen muss sein, dass wir zwischen laufenden Umsteuerungen und Ausgaben unterscheiden und fixen Investitionsvorhaben. Und ich sage deshalb allen, und da sagen Sie ja nie was dazu, ja? Er ist ja ausgenommen, weil ich weiß ja, was er denkt. Nämlich die... Nein, da ist... Nein, bei diesen völligen Fehlinvestitionen in mehrere Flughäfen mittlerweile in Österreich und 16 Milliarden sind die, nur die jetzt schon anstehenden Autobahnprojekte von den zusätzlichen... Das sind 4% der Wirtschaftsleistung, ja? Und wenn ich das rausnehme, kann ich in die Eisenbahn investieren, in den Nahverkehr und. Wo nehmen Sie das Geld alle her, wenn ich die Steuern nicht erhöhen wollen? Und Ökosteuern, zweites Argument, sind keine Steuererhöhung. Und deshalb geht ja, glaube ich, auch, das argumentiert sonst jemand, der Herr Kurz, heute war er schlauer, ja, was Frau Rendi Wagner gesagt hat. Nämlich, es geht ja hier um Umsteuerung. Insgesamt kommt es zu keiner Steuererhöhung. Und das muss man endlich einmal sagen, damit nämlich die Ökologie nicht mit diesen dummdreisten und falschen ökonomischen Argumenten torpediert wird. Es ist Herr das Kogler, Gute, das Ökologische in den Firmen, die Produktionsweisen und auch die Konsumption, also das, was die Haushalte konsumieren. Das Gute wird billiger und das Schlechte wird teurer. Gut. Und damit jetzt der arme Pendler im Waldviertel nicht drankommt, dazu müssen wir die Pendlerpauschale umbauen. Ja, aber alle Regierungen bis jetzt, ich weiß, dass Sie das vorschlagen, das ist auch gut so. Ja. Momentan kriegen die Reichen, wenn sie die gleiche Anzahl an Kilometern fahren, das meiste Geld und der Arme kriegt gar nichts, weil er gar nichts mehr absetzen kann. Herr Kogler, ich möchte noch über die Pflege reden, ein sehr wichtiges Thema. Ökologie und Gerechtigkeit geht sich aus. Man muss nur innovativ genug sein und das vermisse ich hier. Und weil jetzt die Frau Rendi Wagner von mehreren angegriffen worden ist, darf sie jetzt noch drei Sätze dazu sagen, bitte. Ja, also kurz dazu, wenn Sie jetzt sagen, Sie machen das mit Umschichtung und dergleichen und die reicheren oder die oberen Gehaltsstufen leisten einen Beitrag mit höheren Steuern, aber ich sage Ihnen, die werden trotzdem Auto fahren, weil sie können es sich dennoch leisten. Ja, deswegen wird der CO2-Ausstoß in diesem Bereich gleich bleiben. Stichwort Wirksamkeit, weil die Wirksamkeit messe ich ja am CO2-Ausstoß am Ende und nicht, ob ich irgendwo CO2-Steuern verhängt habe und mich rühmen kann, dass ich eine Maßnahme gemacht habe. Also die oberen Gehaltsstufen werden nach wie vor sagen, ich leiste mir meinen SUV und mein Autofahren weiter und die anderen kriegen es ersetzt durch andere Steuervergünstigungen, so wie Sie es gesagt haben, Umsteuerung, ja. Was ändert sich denn dann, frage ich. Also das Verhalten ändert sich in der Obersteiermark, in Landl nicht oder da, wo Sebastian Kurz herkommt, weil dort gibt es keinen Zug, auf den Sie umsteigen. Ich war dran, Frau Reisinger. Okay, dann gerne danach, aber ich habe wirklich eine Frage. Also ich würde schon gern sagen, wo. Aber das klären wir danach, bitte. Können wir vielleicht jetzt mal. Ich denke, dass es möglich ist, aber es können Schritte davor, lieber Werner Kogler, dass ich sage, setzen wir wichtige Schritte davor, ja, das damit sind ja meine 16 Milliarden, wird, die ihr noch in den Autobahnen steckt, stehen wie in Busse und Eisenbahn. Sie verstehen nicht, warum man hier nicht zu Ende reden kann. Weil die SPÖ nicht bereit ist, einzubekennen, dass man endlich nicht jede Verbetonierung mit Arbeitsplätzen regeln kann. Herr Kogler, das besprechen wir später, okay? Wir müssen das Geld rausnehmen, damit wir es wahrnehmen. Also was wir sehen ist, dass es ganz viele Bereiche braucht. Das ist von der Verkehrspolitik angefangen, wo der Herr Hofer Spezialist ist, Wirtschaftspolitik, wo die Frau Meindl-Reisinger sich besonders gut auskennt. Aber all diese Aspekte und Argumente sind heute eingeflossen. Das braucht eine breite Zusammenarbeit, dass wir zu einem gemeinsamen Paket kommen. Gut. Und das muss Win-Win-Situationen schaffen. Green Jobs für die Wirtschaft, neue Technologien im Bereich Forschung und Entwicklung. Es ist angekommen, Frau Rendi Wagner. Ja, aber ich meine, die anderen haben trotzdem noch mehr Redezeit, Herr Weber. Nein, sie sind in der Mitte. Herr Weber, ich habe noch einen letzten Satz. Ich meine, eine große Sorge, Frau Meindl-Reisinger, ich bin hinten nach. Aber ich möchte noch zu anderen Themen kommen. Ein bisschen gönnen Sie mir. Nächstes Mal hier gerne. Ich habe die große Sorge bei diesem so wichtigen Thema, dass man da, wie man sieht, 2 Jahre, 3 Jahre weiter herum diskutiert und keine Maßnahmen setzt. Und das ist kein Entweder-Oder. Das ist ein Sowohl als auch. Lenkungsmaßnahmen setzen, die Wirtschaft mit an Bord holen und die Menschen gleichzeitig entlasten. Ja. Selbstverständlich den Infrastrukturausbau. Aber wir müssen es jetzt tun und nicht herumreden. Okay. Machen wir es. Ja. Dankeschön. Ja, ein Thema, das jährlich drängender wird und akuter wird, ist die Pflege. Derzeit gibt die öffentliche Hand fast 5 Milliarden für die Pflege in den verschiedenen Facetten aus. Dazu kommen natürlich noch die privaten Anteile. Die Betroffenheit ist groß, querbeet durch die Bevölkerung. Die Frage ist jetzt an Sie alle und vielleicht jetzt wirklich mit der Bitte um kürzere Antworten im Minutenbereich. Wie wollen Sie in den nächsten Jahren, sollten Sie denn regieren oder zumindest beteiligt sein, die Finanzierungsfrage lösen? Also wie sollte man dieses doch
große und größer werdende Problem in den Griff bekommen. Herr Kurz, fangen wir bei Ihnen an diesmal. Also es sind sogar noch mehr als 5 Milliarden. Die Zahlen steigen extrem schnell. Wir haben über 400.000 Pflegebedürftige. Wir haben 1 Million pflegende Angehörige. Also fast jeder Familie heutzutage gibt es irgendjemanden, der pflegt. Und die Herausforderung wird größer. Was sollten wir tun? Aus meiner Sicht einmal zunächst die Pflege zu Hause stärker noch fördern, unterstützen, finanziell zum einen, zum anderen aber auch durch Tagesbetreuungsstätten, aber auch durch mobile Pflegeangebote, damit pflegende Angehörige nicht immer stärker überlastet werden und natürlich auch aus ökonomischen Überlegungen heraus, weil die Pflege zu Hause für den Staat wesentlich günstiger ist als das Heim. Sie ist aber gleichzeitig auch das Beste für die gepflegte Person. Finanziell schwebt uns die Einführung einer Pflegeversicherung vor, als die Republik nach dem Zweiten Weltkrieg das Sozialversicherungssystem geschaffen hat, ist dann alles gedacht worden, was es damals an Lebensrisiken gab. Also es ist eine Arbeitslosenversicherung eingeführt worden, eine Krankenversicherung, eine Pensionsversicherung, eine Unfallversicherung. Alle Lebensrisiken wurden versichert, damit jede einzelne Person in Österreich geschützt ist. Auf die Pflege hat man damals zwar nicht vergessen, aber sie wurde nicht berücksichtigt, weil es damals kaum noch Pflegefälle gab. Und wenn jemand pflegebedürftig war, dann wurde er in der Familie von den Angehörigen gepflegt. Darum würden wir gern die vierte Säule, die vier Säulen der Sozialversicherung um eine fünfte, nämlich die Pflegeversicherung, erweitern. Einen Teil kann man umschichten aus der Unfallversicherung. Die Berufsunfälle sind in den letzten 30 Jahren um die Hälfte zurückgegangen. Und ein großer Teil wird weiter natürlich budgetfinanziert bleiben müssen. Das ist der Mix, der uns vorschwebt. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, um nachhaltig die Pflege auch abzusichern. Eine Pflegeversicherung im Rahmen der Sozialversicherung. Frau Wendy-Wagner. Pflegethematik ist eine Problematik, die mit jedem Tag größer wird, weil unsere Lebenserwartung steigt. Das ist eigentlich eine erfreuliche Beobachtung. Aber wenn wir sagen, dass jedes vierte Kind, das heute geboren wird, über 100 Jahre alt wird, dann wissen wir, dass natürlich damit auch die Pflege oder die Zeit in Pflegebedürftigkeit der Menschen künftig viel länger sein wird. Das heißt, wir merken es schon jetzt, und 400.000 ist keine kleine Zahl und wird sich verdoppeln in den nächsten 30 Jahren. Das heißt, wir müssen uns auch die Frage stellen, was bedeutet das für die Menschen selbst und wo muss die Politik hier ansetzen? Wenn eine Familie von Pflegebedürftigkeit bedroht ist, beziehungsweise die über Nacht, und das sind meist entweder Unfälle, Schlaganfälle, die in solche Situationen führen, dann ist das eine große emotionale Belastung, dann ist es eine organisatorische Belastung von einem Tag zum anderen und dann ist es meist auch eine finanzielle Belastung für die Leute. Und ich sage, die einzigen zwei Dinge, wo wir die Menschen unterstützen können, hier am Ende ihres Lebens oder manchmal auch ist es ja bei jüngeren Personen der Fall, dann ist organisatorisch und finanziell, indem man ihnen die finanziellen Sorgen nimmt, indem man ihnen sagt, wir nehmen euch die finanzielle Last ab. Deswegen hat man hier schon bis jetzt 5 Milliarden in die Hand genommen. Und ich sage, wenn jemand seinen Beitrag über Jahrzehnte an der Gesellschaft und diesem Land geleistet hat, sei es jetzt in Form von Kindererziehung, sei es in Form von Arbeitnehmer und Arbeiten, dann hat diese Person es sich verdient, wenn sie pflegebedürftig wird, von der Gesellschaft hier finanziert zu werden und die beste Pflege zu bekommen, und zwar mit der besten Qualität. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir haben unterschiedliche Qualitätsstandards im Burgenland, im Vorarlberg, in Wien. Das ist komplett anders. Also auch das darf nicht sein. Das heißt, es braucht eine staatliche Pflegegarantie und es braucht organisatorische Unterstützung. Das ist auch nicht der Fall. Das ist trägerabhängig, also pflegeträgerorganisationsabhängig. Und da will ich einheitlich über das ganze Bundesgebiet Pflegeservice stellen, die vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Pflegebedürftigkeit diese Familien begleiten. Weil Pflege heißt nicht ein Modell, entweder zu Hause oder im Heim. Das ist ein großer Irrglaube. Pflege ist so vielfältig, wie Menschen sind. Okay. Aber das ist wichtig. Und die Pflege zu Hause zu propagieren, nur weil sie günstiger fürs Land ist und die Menschen sich's wünschen, ist auch etwas gefährlich. Weil Sie wissen, am Ende des Tages trifft es die Frauen in den Familien, die diese Pflege zu erledigen und haben. Der Schwiegertöchter, kurzer Töchter Zusatz, und der Mehraufwand soll aus einer Vermögens- und Erbschaftssteuer kommen. Das ist ja auch immer wieder von der und SPÖ. Die Gegenfinanzierung. Unter anderem geht es um 1 Milliarde mehr Kosten, die hier fällig wäre. Und die wäre zum Beispiel aus einer Millionärsabgabe möglich. Herr Hofer? Wenn ich mir die Diskussion jetzt auch
ansehe, heute auch bei anderen Themen, wir sprechen permanent über neue Steuern, auch in diesem Bereich. Ich möchte vorwegschicken, dass ich eine große persönliche Betroffenheit habe, weil ich über eine lange Zeit meines Lebens pflegebedürftig war. Ich konnte nicht vom Bett in den Rollstuhl, ich konnte mir nicht Schuhe anziehen und ich weiß, was Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten und diplomiertes Personal auch leistet und das ist sehr, 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 sehr viel. Und meine Frau ist Altenpflegerin. Das ist bei uns zu Hause auch oft ein Thema. Wir müssen unterscheiden zwischen Betreuung und Pflege. Wir haben bei uns in Österreich 24 Stunden Betreuung, wo jemand zu Hause Betreuungs-, aber nicht Pflegeleistungen, Betreuungsleistungen bekommt, also Hilfestellungen im Bereich Nahrung zubereiten, Haus, Wohnung sauber halten und auch kleine Tätigkeiten, die das ganz persönliche Umfeld betreffen. Hier haben wir ein Problem, weil jene Menschen, die hier diese Betreuungsleistungen machen, aus Oststaaten bald nicht mehr kommen werden, weil auch dort Löhne und Gehälter steigen. Deswegen ist es richtig, wir brauchen teilstationäre Pflege, wir müssen bei der 24-Stunden-Betreuung es auch möglich machen, dass jemand aus der Gemeinde vielleicht 4 oder 5 Stunden nur ins Haus kommt und das müssen wir absichern. Bei der Pflege selbst und bei der Finanzierung glaube ich, dass eine neue Abgabe oder Versicherung nicht notwendig wäre, weil wir in Österreich doppelt so viele Akutbetten haben wie der Schnitt der Staaten in der Europäischen Union. Also wir haben etwas mehr als 6 Akutbetten auf 1000 Einwohner und es liegen bei uns oft Patienten im falschen Bett. Also Menschen, die eigentlich einen Pflegeplatz benötigen würden, sind im Akutbett. Und Fiedler hat das einmal vorgerechnet, dass uns das jeden Tag 13 Millionen Euro oder im Jahr 4,75 Millionen Euro kostet, weil ein Akutbett kostet 1000 Euro aufwärts. Und ein Pflegebett kostet 100 Euro. Also hier können wir, wenn wir es anders organisieren, Mittel freimachen für die Langzeitpflege, aber auch für das Gesundheitssystem selbst, das auch teurer werden wird in Zukunft, weil wir einfach älter werden. Aber es soll aus dem Steuertopf einfach kommen, das ist schon... Es soll durch eine... Soll es eine Gegenfinanzierung irgendwo geben? Weniger Akutbetten, mehr Pflegeplätze. Und das macht die Mittel frei. Frau Mendel-Reisinger? Also dieses Thema begleitet uns ja schon länger und ist für mich eigentlich schon eines dieser Beispiele, wo mich das sehr gestört hat bei der letzten Bundesregierung, dass wir sehr viel Absichtserklärungen gesehen haben. Überschriften, Absichtserklärungen, das ist das, was ich schon noch immer wieder als Showpolitik bezeichnet habe, wo man ein Thema problematisiert, aber keine Lösungen gebracht hat. Ich gehe aber vielleicht sogar noch weiter, weil... Wir erinnern uns, vor der letzten Wahl 2017 ist vor dem Wahltag eines sehr schnell passiert, passiert jetzt auch wieder einiges sehr schnell, nämlich der Pflegeregress wurde abgeschafft, von einem Tag auf den anderen. Und wir waren damals als Einzige dagegen, weil wir damals schon gesagt haben, Moment einmal, denkt bitte nicht nur an den Wahltag, sondern auch an übermorgen, wie das mit der Finanzierung ausschaut. Und wir zäumen das Pferd von der falschen Seite auf. Wir lassen übrigens auch die alle im Stich, die zu Hause pflegen. Also die wurden ja damals überhaupt nicht mitgedacht und das ist ja der überwiegende Teil. Aber warum zäumen wir das Pferd von der falschen Seite auf? Weil ich verstehe die Frage nach der Finanzierung sehr gut und ich komme da auch noch drauf zu sprechen. Aber zunächst muss man die Frage klären und das müssen wir ganz offensichtlich in einem breiten Diskurs klären. Wie wollen wir das eigentlich organisieren? Weil es ist völlig richtig, dass die meisten Menschen, und ich werde wahrscheinlich auch dazu zählen, im Familienkreis gepflegt werden wollen. Da, wo sie sich auskennen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich daheim fühlen, von nahen Angehörigen. Die Frage ist, was heißt das für die Familien? Welche Unterstützungsleistungen brauche ich da, dass eben nicht die Frauen, die Töchter, die Schwiegertöchter, die Haupt sozusagen Leidtragende sind? Oder will ich ein System, wo ich sage, naja, ich schaffe, wie das ja auch dann passiert ist durch die Abschaffung des Pflegeregresses, eigentlich Anreize, dass quasi der Platz im Heim attraktiver ist, was wir nicht gut finden. Das muss man auch ganz klar sagen. Also diese Frage müssen wir zuerst klären und dann, und da bin ich übrigens bei der FPÖ, historischer Moment, also ich bin völlig der Meinung, dass es hier auch totale Ineffizienzen im System gibt und eine bessere Lotsung sozusagen durch den Dschungel und eine Begleitung hier nicht nur eine Erleichterung für die Betroffenen wäre, wo man auch hingehen muss, wo man Hilfe bekommt, sondern auch wesentlich effizienter das Ganze gestalten würde. Und zum Thema Kosten, wenn wir dann am Ende gesagt haben, das wird es kosten, dann bin ich sehr dagegen, dass wir neue Steuern einführen. Die Steuerbelastung der Österreicherinnen und Österreicher ist wirklich enorm und ich will, dass die Österreicher weniger Steuern zahlen. Ich will auch nicht, Herr Kurz, und das ist ein großer Unterschied in einer Zeit, wo eine Rezession droht, dass wir die Lohnnebenkosten
noch mehr anheben durch eine weitere sozusagen sich ein solidarisches auch. Versicherungssystem führt dazu, das dass die Löhne, das möchte ich über das Konzept sehen, weil das ist ein bisschen von warmen Eislutschern träumen, wenn man noch eine zusätzliche Versicherung einführt. Daher ist unser Weg eine individuelle Pflegeversicherung, wo man sozusagen ein eigenes Konto hat. Also es muss wo es vielleicht bezahlen. Anreize gibt, steuerliche, dass man es macht. Es gibt dann Steuergutschriften, wenn man hier das macht. Und wenn das verwendet wird, dann wird es gebraucht für den Pflegefall. Und wenn nicht, okay. Dann nicht. Gut. Herr Pilz, Ihre Minute. Na, wenn in einem der reichsten Länder der Welt Zehntausende oder Hunderttausende Menschen nicht nur im Pflegebereich im Stich gelassen werden und zu wenig Geld für sie da ist, wenn für 300.000 Kinder an der Armutsgrenze zu wenig Geld da ist, dann ist das erst einmal eine große Schande, für die die Politik verantwortlich ist. Das ist der allererste Punkt. Und da gibt es Regierungen, die dafür verantwortlich sind. Und ich kann mich gut erinnern, Herr Kurz, wir sind die Letzten aus dieser Runde, wie wir damals in einer privaten Fernsehrunde vor der letzten Wahl gestanden sind und gefragt worden sind, ja, gibt's jetzt diese 70, 80, 90 Millionen Euro, damit alleinerziehende Frauen, die keinen Unterhalt kriegen, 80.000 Kinder, 70.000 Frauen mit einem Schlag aus der Armutsfalle befreit wurden? Die Ja-Tafeln rauf und dann ist nichts passiert. Jedes Wort ist gebrochen worden. Jetzt wird es wieder Bekenntnis im Pflegebereich geben. Ich bringe das nächste Mal Ja-Tafeln mit, weil Sie sind sicherlich ein sehr geübter Ja-Tafelheber, aber dann sage ich auch was dazu. Bei der Pflege selbst, Herr Webhofer, der Bereich, wo es am schlimmsten ausschaut, ist mit Sicherheit die 24-Stunden-Pflege. Da schaut es derzeit so aus, dass private Firmen, das ist jetzt schön geredet, mit sehr dubiosen Strukturen, zum Teil unqualifizierte, zum Teil nicht besonders qualifizierte und wirklich ausgenützte Frauen aus Osteuropa holen, in die Haushalte kann, die können oft nicht einmal gescheit Deutsch, die Haushalte zahlen tausende Euro für diese ungenügenden Angebote und 4/5 werden von diesen Firmen, von diesen dubiosen Firmen abkassiert, weil bis heute keine Regierung bereit war, hier ein seriöses, transparentes und verantwortungsvolles und solidarisches System einzuführen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich traue Ihnen bei solchen Vorschlägen, wenn das Wort Säule vorkommt, Herr Kurz, keine Sekunde. Wir erleben jetzt, was mit der zweiten Säule passiert, in der Pensionsversicherung. 1 Milliarde verspekuliert, weil die ÖVP gesagt hat, der Aktienmarkt ist das Beste für die Sicherheit unserer Pensionen. 1 Milliarde futsch. Pensionsgelder verbrannt, 6,5% Pensionskürzungen in dem Bereich. Und wenn die ÖVP jetzt sagt, da führen wir eine neue Säule ein, dann möchte ich wissen, welche Firmen dahinter, die hier schon wieder ein Geschäft wittern. Ist die Unica, ist die Valida, ist das Raiffeisen, wer ist es, schon wieder was überwiesen hat. Deswegen, Herr Kurz, müssen wir da wesentlich präziser sein. Ich habe schon eine Minute gebeten. Herr Kurz, das muss ein ausschließlich staatliches System sein. Ein ausschließlich staatliches System. Ein bisschen ein Kurzkomplex, oder? Und ein Pflegeanspruch muss hier garantiert sein für die Menschen, die derzeit in Not sind. Wäre ja auch kurz gegangen. Herr Kogler. Naja, ich kann mit dem ausgesprochenen Verdacht, der da oder dort begründbar ist, insoweit anschließen, als das dann zumindest unklar geblieben ist, wenn da die Pflegeversicherung ausgerufen wird, wie das dann konstruiert sein soll. Ich sage da gleich noch was dazu. Die vorauseilende Frage ist natürlich schon, wie wollen wir das organisieren? Und je nachdem, das muss es uns wert sein, denke ich, werden sich dann überhaupt die Kostenpfade entwickeln. Und ich sehe das ja aber ganz gleich, denke ich, an dieser Stelle, wie die Frau Rendi Wagner, dass, wenn ich mir das auch bei uns zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, am Land beobachte, ja, das ist schnell einmal gesagt, ja,
Wir selber natürlich als Familie von Pflegefällen immer mal auch betroffen gewesen, aber das ist schnell einmal gesagt, was da alles dann für Anforderungen daherkommen, oft auch ungenügend beobachtet, ich will nicht sagen kontrolliert, ja, und was sich da für Tragödien abspielen. Und es liegt alles, fast alles auf den Frauen. Und diese Anforderungen mit den sonstigen Anforderungen im Leben oft auch und logischerweise zu Überforderungen führen und die sich gar nicht gescheit helfen können, ja, da können wir da schön predigen. So, das heißt einmal, das ist einmal zu schauen, was braucht's. Und das ist einmal so und einmal so. Ich will da auch nicht gegen jetzt das, was man früher halt Heim genannt hat, sprechen. Das ist immer einmal anders. Ja, so. Und wie finanzieren wir das? Und da sage ich, also erstens tatsächlich auch, gebe ich sozusagen der Frau Kollegin Meindl-Reisinger recht, ihrerseits dem Herrn jetzt Parteivorsitzenden Hofer recht gegeben hat. Tatsächlich kennen wir dieses Argument aus dem Rechnungshof und das ist auch so. Wir haben da in Österreich in der Bettenbelegung ziemlich seltsame Strukturen verglichen mit allen anderen europäischen Ländern. Da ist schon mal was drinnen. Das heißt, es muss ja gar nicht alles aus neuen Steuern kommen. Ansonsten bin ich klipp und klar der Meinung, und ich sage jetzt das ökonomische Argument am Schluss, dass wir, weiß ich nicht, ob wir Pflegeversicherung brauchen, wie die normale Sozialversicherung mit Sicherheit nicht, das ist Gift. Ja? Wir brauchen eine sichere Pflege und eine Pflegegarantie. Genau. Aber wenn das dann so kommt, dass das wieder auf den Arbeitskosten drauf liegt, dann ist ja genau das, wo wir wegkommen wollen. Wir sind hier, und das ist ja der Grund für diese ökologischen Steuerreformansätze, mit Frankreich und Schweden Weltmeister in dem, wie wir Arbeit, nämlich auch Arbeitsplätze belasten, weil die Unternehmen, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so viel zahlen müssen. Das heißt, es muss, und jetzt sage ich noch abschließend was zur Dimension, ja. Wenn wir uns in einer Legislatur da voranbewegen, dass das um 2 Milliarden zunehmen würde, und ich glaube, das kann man irgendwo dort einordnen, genau, und mit diesen Effizienzmaßnahmen vielleicht weniger, dann ist das 0,5%, damit man sich immer eine Vorstellung machen kann, unserer Wirtschaftsleistung. Ja, das werden wir wohl zusammenbringen. Und eigentlich stellt sich ja die Frage, warum man andere Sozialleistungen vielleicht auch nicht stärker aus Steuern und Budget finanziert, weil die nämlich im Aufkommen ganz anders sind, die Sozialversicherungsaufkommen belasten ja nicht nur die Arbeitsplätze Herr Kogler, und die Unternehmen, können wir vielleicht zum sondern Punkt kommen? Sie Herr Kogler, sind ja auch in der Verteilung für Ungerechter, ja, weil ja keine Progression drinnen ist. Das heißt, bei der Pflegeversicherung und einer sicheren Pflege würde ich einmal darauf hinweisen, dass wir das anders finanzieren müssen als das, was uns jetzt schon geschadet hat. Und es schadet in diesem Lande nicht, wenn Millionenerben und Stiftungsmilliardäre auch einen kleinen Beitrag leisten und nicht nur der ÖVP spenden. Okay, also am nächsten. Wir haben nur mehr knapp 8 Minuten. Jetzt wirklich um kürze Antworten. Der Herr Kogler ist diesmal ausgenommen. Sie werden gleich wissen, warum. Letzte Parlamentssitzung im September. Es zeichnen sich schon wieder diverse Wahlzuckerln ab. Bei den Pensionen gibt es eines schon mit 400 Millionen plus, also über der Inflationsrate. Frage an alle, mit der Bitte wirklich um eine kurze Antwort. Sollte es so eine Art Sperre geben, dass man sagt, okay, man gibt jetzt 3 Tage vor der Wahl nicht noch, man beschließt nicht Maßnahmen, die viel Geld kosten und eine andere Regierung dann ausbaden muss oder die nächste Regierung, Herr Kurz? Also wir haben uns immer stark gemacht dafür, dass in der Wahlkampfphase keine budgetrelevanten Entscheidungen getroffen werden sollten. Die 400 Millionen haben Sie auch mitgetragen, die Plus. Das Gesetz ist leider so nicht beschlossen worden. Wir haben jetzt versucht, bei jeder Entscheidung abzuwägen, halten wir es für sinnvoll oder nicht. Natürlich haben wir die Pensionsanpassung mitgetragen. Ich glaube, wenn es mal länger Zeit geben würden, könnte ich begründen, warum. Das wollen Sie nicht. Aber dann sage ich Ihnen, dann sage ich Ihnen nur, dass wir es aus gutem Grund mitgetragen haben, weil 10 Euro mehr für einen Pensionisten, der von 1.000 Euro im Monat leben muss, das halte ich für durchaus angemessen. Aber jetzt ist Schluss, sozusagen. Was wir uns wünschen würden, grundsätzlich keine budgetrelevanten Entscheidungen in einer Wahlkampfphase. Aber ich glaube, wir waren uns da, will Ihnen nicht Unrecht tun, Frau Meindl-Reisinger, aber ich glaube, nur die NEOS und wir waren uns da einig, dass das Sinn machen würde. Aber wir machen es halt auch. Die anderen Parteien waren dazu nicht bereit, darum ist es jetzt so, wie es ist. Ich glaube, nachdem wir in der letzten Regierungszeit sehr gut gewirtschaftet haben, die Schuldenpolitik beendet haben, ist es derzeit noch nicht so, dass das Budget fürs nächste Jahr in Gefahr wäre. Schauen wir mal, was die nächste Parlamentssitzung bringt. Wenn da nicht zu viel Wahnsinn passiert, dann bin ich eigentlich sehr optimistisch,
dass wir den Budgetüberschuss aus dem Jahr 2019 auch 2020 zustande bringen. Frau Rendi-Wagner, was soll da in dieser letzten Parlamentssitzung noch passieren oder wollen Sie da sich zurückhalten? Grundsätzliche Haltung dazu, ob sich ein Parlament selbst fesseln soll oder nicht. Und ich bin dagegen, dass sich das Parlament fesselt. Das Parlament darf nie beschnitten sein in seiner Beschlussrechten. Aber mir ist eines ganz wichtig, weil ein Thema, das wir heute leider nicht angesprochen haben, was aber ein eklatantes der letzten Jahre ist und was immer größer wird, ist das der steigenden Mieten und das Wohnproblem, dass sich viele Menschen das nicht mehr leisten können, dass Wohnen zum Luxus wird. Das ist mir ein Dorn im Auge. Also da wird und deswegen werden geben, wir einen Antrag einbringen auf Streichung der Maklergebühren auf der Mieterseite hin zu den Vermietern, wo ich mit Frau Locken festgestellt habe, dass die ÖVP hier im Wahlkampf einen Schwenk gemacht hat. Und wir werden die Nagelprobe bei der nächsten Parlamentssitzung stellen. Herr Hofer. Selbstfesselung ist deswegen schwierig, weil wenn man sich die letzten 20 Jahre ansieht, wie lange hat eine Legislaturperiode bis zum Ende durchgehalten? Das war oftmals nicht der Fall. Das heißt, ich weiß nicht, wann ein Wahlkampf beginnt und wann muss ich Beschlüsse fassen. Wir hätten jetzt die Pensionserhöhung nicht beschließen können, wenn wir diese Selbstbeschränkung vorher beschlossen hätten. Das heißt, ja, mit Augenmaß. Aber keine Übertreibungen bei den Beschlüssen. Das ist ja, mit Augenmaß. Frau Meindl-Reisinger, Sie waren ja gegen diese zusätzliche Pensionserhöhung. Also Sie sind da ein bisschen allein der Rufer. Naja, es geht genau darum, was vorher auch, glaube ich, stark zum Ausdruck gekommen ist, dass man nicht fordern kann, es soll keine budgetrelevanten oder massiv budgetrelevanten Beschlüsse geben vor einer Wahl, aber dann sich aus, ja, wahrscheinlich doch dann wahltaktischen Motiven doch nicht dran halten. Wir NEOS finden es gut und wichtig und richtig, dass die Pensionen entlang der Inflation, also des Kaufkraftverlusts 1,8% erhöht werden. Wir haben gerade im Juli auch eine Erhöhung der Mindestpensionen gemacht. Auch das ist wichtig. Aber als gelernte Österreicherin merke ich die Absicht und bin verstimmt, dass hier sozusagen die drei Mittelparteien den Wahltag im Blick und den eigenen Wahlerfolg im Blick hier sehr wohl noch mal tief in die Tasche greifen. Wird dann immer wieder gesagt, nee, NEOS, ihr gönnt es den Pensionistinnen und Pensionisten nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. So gesehen könnte man sagen, warum nicht gleich 10 oder 20% mehr? Aber zwei Sachen. Erstens einmal ist Österreich stark geworden durch einen starken Generationenvertrag. Und den gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Und ich möchte nicht nur, dass sich die jetzigen Pensionistinnen und Pensionisten darauf verlassen können, dass ihre Pensionen sicher sind, sondern auch wir, quasi die Erwerbstätigen, also alle Mittelalterlichen und unsere Kinder und Enkelkinder. Das ist ein Punkt. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken mitgeben. Wir sind mittlerweile in einer Situation, wo wir Grundfunktionen des Staates nicht mehr finanzieren können. Eine dabei ist Justiz. Die Justiz wird ausgehungert. Ich habe gesagt, in der letzten Regierung Türkis-Blau waren mehr Leute beschäftigt für PR und Marketing, als die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Staatsanwälte hat. Frau, ich heute wir können kein neues Thema mehr anschneiden. Weil es geht um Prioritätensetzungen und das ist mir wichtig. Ich habe heute telefoniert und es wird geschätzt, dass wenn man 30 zusätzliche Staatsanwälte in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft setzt, kostet das 5 Millionen Euro pro Jahr. Gut. Das sind Peanuts gegen eine 500 Millionen, die einfach so jetzt beschlossen Gut. werden. Und Herr noch mehr braucht man das Geld bei Bildung, bei Forschung und Innovation, Herr, weil das sind die Zukunftsthemen, die eine gute Herr Zukunft Pilz. Erst ermöglichen. Bitte ganz kurz, 30 Sekunden. Was soll im Parlament noch geschehen Ende September? Also ein Verbot, jetzt bestimmten Personengruppen zu helfen, darf es nicht geben. In 1,5 Jahren ist sehr intensiv mit Milliardenaufwand denen geholfen worden, die es nicht brauchen von der Regierung. Wenn das Parlament jetzt ausnahmsweise mit viel weniger Geld denen hilft, die es wirklich brauchen, dann halte ich das für fair und angemessen. Wir werden es sicher nicht übertreiben, aber ich bin dafür und appelliere jetzt an alle, dass das Versprechen von 2017, die Armutsfalle für Frauen mit der Unterhaltsgarantie endlich beseitigt wird, dass wir gemeinsam dieses Versprechen einlösen, kostet maximal 100 Millionen Euro Gegenfinanzierung. Und da hoffe ich, dass alle zustimmen, Halbierung der Parteienfinanzierung von 200 Millionen. Dann haben ein paar Parteien weniger Geld und wir haben 150.000 Menschen an einem Tag aus der Armutsfalle gerettet. Und für sowas lasse ich mal kurz die Schuldenbremse aus und sage, super Parlament, das sowas macht.
Ich würde Sie jetzt noch ganz kurz gerne fragen, Herr Kurz, Sie haben bei der Neuwahlankündigung gesagt, die FPÖ kann es nicht, die Sozialdemokratie teilt meine inhaltlichen Zugänge nicht und die kleinen Parteien sind zu klein, um wirklich eine Unterstützung sein zu können. Jetzt nach diesen 1,5 Stunden steht da ein, wer wären da der Koalitionspartner in aller Kürze? Das werden wir sehen, das werden die Österreicherinnen und Österreicher. Aber wer ist denn am sympathischsten jetzt rüberkommen? Ja, aber das ist ja klar. Also ich weiß, wer Bachelor-Show, Entschuldigung, Herr Wipphofer. Das ist eine Frage der Wahlentscheidung. Ich weiß, welche zwei mit Sicherheit nicht zusammenkommen, aber die vier, um die es geht, die sollen jetzt bitte aufzeigen und sich nicht so zurückhalten. Das stimmt, Herr Pilz hat sie schon rausgenommen. Gut. Also ich nehme mit, dass Herr Pilz nicht mit uns koalieren möchte. Richtig. Ich würde so sagen, unser Ziel ist einmal, es zu schaffen, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt, weil wir haben im Mai beim Misstrauensvotum erlebt, dass wenn es diese Mehrheit gibt, dass sie genutzt wird. Gut. Wir wollen eine Mehrheit links der Mitte verhindern und wir werden nach der Wahl in Sondierungsgesprächen versuchen, einen Partner zu finden, mit dem wir stabil und ordentlich gemeinsam regieren. Da bekomme ich keine Antwort mehr. Ich bedanke mich bei den Gästen für diese erste Fernseh- und Radiodiskussionsrunde. Es geht weiter mit Wahlberichterstattungen in den Kanälen des ORF, im Radio und im Fernsehen. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.